Diese Veranstaltung wird mit unterstützt von Blind durch Hamburg. Erlebe und entdecke die schönste Stadt der Welt aus der Sicht eines Blinden bei einer außergewöhnlichen Stadtführung, die definitiv deine Sinne fordert. Weitere Infos auf blind-durch-hamburg.de. Also ich hab die Waffe. Ach, okay. Ich habe den Abgrund gefunden. Du musst eins werden mit dem Blatt. Ja, es geht. Ja, die erste Stufe. Und jetzt bin ich tot. Jetzt bleibt deutlich stehen auf dem Scheißteil. Das ist positives Jammern. Nein, es ist nicht. Nein, na, ich verliere all meine Leben. Oh, die Farben sind ja unglaublich. Ich bin ja, oh. Das ging mir damals genauso auf den Sack, wie es mir heute auf den Sack geht. Ich höre die gar nicht bei mir. Och, nee, sind die dämlich. Wie würdest du dieses Spiel mit wenig Worten zusammenfassen? Meine Augen! Die Perspektive ist zum Kotzen, die funktioniert nicht. Ich will nicht mehr. Ich höre einfach nur zu, das ist herrlich. Ich habe immer am Sonntag spätestens versagt. Ja, aber dann streng dich doch einmal an, dann können wir Schluss machen. Ich bin durch. Zu einer neuen Sondersendung von uns auf Twitch vom Retro Spieleclub aus Hamburg vom Retro Comfort Podcast. Einige werden sich jetzt fragen, warum schon wieder eine Gala? Da war doch schon eine am 5.12. Ja, und wir waren glücklich hinterher. Ihr habt uns wirklich geholfen, dass wir jetzt noch da sind. Ihr habt die Hilfe für 3 Monate uns gegeben und damit auch ja, einen Einstieg ins neue Jahr für uns gesichert. Staatliche Hilfen haben wir weiterhin noch nicht bekommen, da ist einiges unklar. Wir arbeiten daran und wie ihr jetzt gehört habt, ist der Lockdown weiter verlängert. Und wir wollen einfach auch eine gewisse Sicherheit haben, dass wir dieses Jahr für euch, für uns, für alle weitermachen können. Ja, wir haben auch dieses Mal ein besonderes Programm für euch in dieser Gala, denn wir spielen Spiele mit ihren eigenen Entwicklern. Ob die dann noch aktiv mitspielen, das werden wir gucken. Außerdem haben wir in den Panels noch spannende Talks, hoffen wir, denken wir. Und es gibt einen abschließenden Open-End-Stammtisch, da werden wir auch noch einiges zu quasseln haben. Ich denke auch, da werden einige Leute noch vorbeikommen. Also wir freuen uns auf euch. Ja, außerdem wollen wir natürlich auch auf unsere Podcast-Projekte wieder aufmerksam machen, auf unseren Retro-Kompott, auf unser Retro-Kompott-Universum und auch da wollen wir weitermachen. Viele Ideen sind ja durch Corona entstanden und auch die möchten wir nach der Corona-Krise natürlich weitermachen. Und da kann man uns helfen bei Patreon und Steady. Ja, wir wollen euch nicht nur Unterhaltung bieten, sondern wir möchten euch natürlich gerne auch was zurückgeben. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir jedem Unterstützer, der im Januar bei Patreon oder Steady neu abschließt, der kann, wenn er möchte, Steam-Keys im Wert von 25 Euro dazu bekommen. Muss einfach nur schreiben. Und jeder Einzelspender von euch kann auch einen Key bekommen. Schreibt da einfach mit in die Spende mit rein. Ich freue mich über den Key. Dann kriegt ihr den. Weiterhin wird es natürlich in diesem Jahr noch das versprochene große Dankeschön-Event hier in der Location, unserem bespielbaren Museum, geben. Und auch an den Donnerstagen, sobald wir dort wieder öffnen können, bei unserem Open House, seid ihr herzlich willkommen. Denn wir wollen natürlich auch zeigen, was ihr hier mit unterstützt habt,
und was wir hier gemeinsam aufgebaut haben. Ja, ich hoffe, wir hören und sehen uns auf jeden Fall auch im Jahr 2021 wieder, wie gehofft. Und ich bitte euch, lasst uns dafür gemeinsam sorgen, damit unsere Projekte weiterhin funktionieren und die Location hier erhalten bleibt. Denn ohne euch als Community wird das hier nichts und nur so können wir das alles durchführen. Ja, hi, hier ist der MHP75 und ich bin gerne Videostammtisch, weil es ist wie Zocken, eine gemütliche Runde, wie früher. Und ja, es tut einfach gut. Also, ciao. 2019 auf der Weihnachtsfeier im Retro-Spiele-Club Hamburg hatte ich die Möglichkeit, endlich die Leute kennenzulernen, die ich sonst im Podcast oder im Stammtisch gehört hatte. Und auch wenn 2020 durch Corona sehr vieles unmöglich wurde, so hatten wir doch die Möglichkeit geschaffen, gemeinsam zu spielen und Spaß zu haben. Und das ist etwas, das ich auf keinen Fall mehr missen will. Ja, wir sind im Abendpanel angelangt. Und zur Primetime haben wir gedacht, machen wir doch mal was ganz anderes, was doch irgendwie mit dem Thema zu tun hat. Ja, und der Chat hat sich schon gefüllt. Und das hat einen Grund, denn wir haben drei besondere Gäste hier. Im Endeffekt Podcast-Kollegen, die sich auch für alte Sachen interessieren, sich anscheinend auch noch an alte Sachen erinnern können. Und sowas ist immer für uns gut. Und als zusätzlichen Talker haben wir noch den Thomas mit dabei. Das ist ein Kollege von uns aus der Pressebranche, aus dem Fotobereich. Der wird sich vielleicht nochmal zwischendurch einschalten. Aber wir sagen jetzt an, was wir jetzt hier haben. Wir haben den Podcast Streter Bender Streberg da und begrüßen ja Gary Streberg, Hennes Bender und Thorsten Streter. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, danke, guten Tag. Guten Tag. Schön, da zu sein, hier zu sein. Ja. Ja, bevor wir mal gucken, was ihr so heute hier alles erzählen wollt und könnt, habe ich eine interessante Einstiegsfrage vielleicht. Wir sind ja hier von einem Retro-Podcast, von einem Spiele-Podcast, Computer-Podcast, Technik-Podcast. Habt ihr Affinitäten auch zur guten alten Retro-Spiele- und Computerzeit? Habt ihr da Erinnerungen dran? Oh ja, natürlich, klar, logisch. Ja, wir sind alle alt. Ich glaube, das ist der Grund, warum ihr uns eingeladen habt. Also das ist korrekt, ja. Ich bin sogar so alt, dass ich sagen kann, dass ich in kurzen Hosen im Foyer des Union Theater Bochum stand und das erste Videospiel, was ich je gesehen habe, und das war Space Invaders, stand da ein Automat und da habe ich so manche Mark drin versenkt. Also, ja. Ich bin noch älter. Nein. Ich habe einen Automaten gespielt, so kleine Puppen für 50 Reichspfennig. beeindruckt. Was habe ich denn gespielt? Was habe ich gespielt? Die Bimbo-Box. Das sind diese Äffchen. Die gab es bei uns früher bei Kortum. Kortum kennt man aus der großen Bellheim. Das große Kaufhaus in Bochum, was jetzt das Haus steht noch, das Kortum-Haus. Aber da gab es diese legendäre Bimbo-Box. Das war so, also hier ist natürlich politisch völlig inkorrekt heutzutage. Aber da war so eine kleine und da hat man so Geld reingeschmissen. Da haben die dann immer zur gleichen Melodie immer so die Becken und die Gitarre und so. Und immer so ein bisschen so autistisch, weil im Laufe der Jahre wurden die immer mehr, gingen die immer mehr kaputt. Und dann hingen dann so die so autistische Äffchen da. Und da haben wir damals unser Geld reingeschmissen. Ja. Ja, die Bimbo-Box. Und so kamen alle Gespräche zum Erliegen. Nicht bei uns. Gibt es noch andere Spiele, die euch erinnert? Ja, ich... Alle. Thorsten, erzählen. Jetzt, Thorsten, bitte. Jetzt sag mal, was war dein erstes Video? Nein, nichts. Alles. Es ist alles wie im Nebel. Ich fand ganz besonders beeindruckend, fand ich Dragon's Lair. Das war toll. Das ist für euch aber schon abgefahrener Hyperkram, oder? Nein. Das mochte ich sehr, sehr gerne. Ja, wir haben den Startbildschirm oft und lange gesehen. Wir kamen nicht weit. Nee, ja. Wieso? Ja, aber mit Geld ging alles. Ja, mit Geld ging alles. An der richtigen Stelle Mark das Richtige gekostet, machen. Ja, 1000 Mark gekostet, links abzubiegen, um den Zeichentrick-Sachen zu sehen, Drachen zu sehen. Aber ich fand es toll. Und dann habe ich noch gespielt Atari 2600 natürlich zu Hause. Da bevorzugt Superman. Das war ein blau-roter Klotz, also ein blauer Klotz, ein roter Klotz, ein beiger Klotz, der eben hinten so zwei Pixel und der ist in eine Telefonzelle gegangen, um sich umzuziehen. Und dann wurde, wir wissen nicht genau, was geschah.
Aber es hat Spaß gemacht und es war damals ein unfassbarer Bildersturm. Ich bin wenn da du hier bei mir im Bild im Hintergrund schaust, ganz hinten steht auch eine VCS. Das ist ja unser Museum hier im Hintergrund, für das wir auch heute dieses Event unter anderem machen. Und VCS ist bei uns immer was Besonderes, weil einige kennen es halt noch von früher und einige sind geschockt, dass der Sound nicht ganz so gut gealtert ist. Aber immer wieder schön, auch diese Geräte zu sehen. Tipp aus dem Chat, der Hennes sollte sich etwas lauter machen. Ich weiß nicht, ob das für alle so gilt. Kann ich nicht, kann nur lauter sprechen. Hallo, hallo. Ja, nee, wieso? So ist ja. Gut. Das so ist gut, ja, sorry. Also ich weiß, bin da noch nicht so. Ich habe mir ein Audio-Interface bestellt demnächst, aber das, ich habe gedacht, Licht ist wichtiger. Aber ich habe tatsächlich Dragon Slayer gibt's. Das war Don Bluth, Gary, ne? War das? Ja, 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 genau. Don Bluth. Genau. Und das gibt es. Disney. Gibt es Space Ace gab es. Nee, nee, eben nicht Disney. Eben nicht Disney. Das war Don Bluth. Das war mal Don Bluth. War mal Disney Zeichner. Genau, und er hat dann Filme gemacht, wie das. Land vor unserer Zeit. In einem Land vor unserer Zeit, aber vorher den wunderbaren. Hund noch in einem Land davor. Mit dem traurigen Hund. Das mit dem Hund und den Himmel, wie war denn das? Ja, 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 ja. Alle Hunde kommen in den Himmel. Hieß alle Hunde kommen in den Himmel, genau. Und Mrs. Grisby. Was Quatsch ist, ich glaube, dass der Hund von Baskerville in der Hölle schmort. Ich glaube auch, dass zusammen mit Cujo. Ja. Zusammen mit Cujo. Ja, Wuhan Cujo, schmort er in der Hölle. Cujo konnte nichts dafür. Aber Don Bluth hat auch den wunderbaren Film gemacht, Mrs. Grisby und das Geheimnis von Nim. Hm? Ja. Ja. Den ich tatsächlich im Kino zweimal oder dreimal gesehen habe. Aber vom Stamme Nim. Das war, ich erinnere mich dran. Nichts, keiner hat mehr ein Feuerzeug, keiner hat mehr Zigaretten. Genau. Ist doch egal. Ja. Aber Dragon Slayer gibt es als DVD, glaube ich, auch. Man ganz genau. Und man kann das sogar spielen, tatsächlich. Also man muss auf die Fernbedienung dann drücken und das war dann plötzlich auf einmal ganz einfach. Also, toll, das ist ja super beschissen. Aber ich bei YouTube auch angucken oder so, keine Ahnung. War billiger, kann man sich anders sagen. Aber das waren ja nicht wirklich, waren das Videospiele? Ich weiß nicht. Also für mich ein Quantensprung war natürlich, als ich dann endlich 18 wurde und ich dann in diese Spielhallen einziehen durfte. Hattest du keinen festen Wohnsitz? Nein, aber ab dann ja. Da habe ich gesagt, Mama, du findest mich jetzt auf der Kortumstraße gegenüber vom Union Theater. Ja. Und Jürgen Küpers Megaplay. Jürgen Küpers Megaplay, ganz genau. Und da wohne ich jetzt mit meiner Schrankwand und das hat, da habe ich wahrscheinlich alleine für den Umsatz gesorgt, für den meisten Umsatz gesorgt. Also da habe ich tonnenweise. Und aber zu Hause war natürlich auch ein ganz, ganz großer Moment, war, ich glaube, das allererste, die allerersten C64-Spiele, mein Schwager, der hatte ein C64 und da haben wir Summer Games gespielt. Summer Games, Winter Games, California Games. Das haben wir gespielt und haben dabei gesoffen. Also wer den Skisprung, die Schanze nicht geschafft hat, der musste. Oh, ja. Es war auch so was Beschissenes wie Geneva, also das, was im Haus war. Ich habe es mit Freunden gespielt und das wurde ja auch immer schlimmer. Weißt du, brauchst ja auch nach jedem Durchgang einen neuen Controller, aber nur so rappel. Der Scherenschnitt durchs Fenster, wo alle Nachbarn vorbeigingen, da die Wichsen in der Gruppe. Und da haben wir wie die beknackten Summer Games und Winter Games gespielt. Ganz genau, da ist der Controller. Competition Pro war das, glaube ich, ne? Das war der Hammer. Genau, das war der Grund, warum der Competition Pro irgendwann Erfolg hatte, weil die Leute diese anderen Joysticks in 3,2 Sekunden kaputt gemacht haben. Ja. Beim Competition dauert es 8,9 Sekunden. Mein erstes Videospiel war tatsächlich, jetzt kommt's, Pong. Also mein Vater hatte natürlich. Diese Konsole mit diesen Drehknöpfen, die auch ganz wunderbar funktioniert haben. Und da gab es Fußball, was gab es noch? Squash und Eishockey. Und Eishockey, ja. Also quasi alle Spiele, die darauf basieren, alle gleich ein Viereck von links nach rechts geschoben wird. Ja, aber das war geil. Alles. Das war einfach, und ich glaube, dass wenn du in unserem Alter bist und das erlebt hast. Die Schlacht von Verdun, alles war dabei. Alles. Immer noch. Alles sah gleich aus. Ja, aber das hat natürlich unsere Fantasie auch unheimlich beflügelt. Und natürlich ist klar, wenn du dir jetzt die C64-Sachen anguckst oder auch wenn man sich die Dokumentation zu E.T. anguckt über das Videospiel, da denkt man, mein Gott, was habt ihr denn da? Wie ging das denn überhaupt? Aber du brauchst ja eigentlich nur ein paar Jahre zurückgehen und dir anzugucken, wie es mit der PlayStation 1 anfing. Oder ich weiß noch, dass als die N64 rauskam und Super Mario 64 rauskam, das war damals ein...
ein riesen Schritt halt. Ne? Mhm. Und heute sieht es halt dann doch ein bisschen billow aus. Aber wenn man dabei war... Wobei, Hennes, ich weiß nicht, ob du eben das vorige Panel zufällig ein Stück gesehen hast. Da haben wir ein C64-Spiel gesehen, wie man sie heute machen kann auf einem C64. Und hätte man damals das so gesehen, das wäre sensationell gewesen. Und zu E.T. kann ich auch schon mal was spoilern. Wir haben im Laufe des Jahres, das ist schon abgedreht, ein Interview mit dem Howard Scott Warshaw, der E.T. geschrieben hat auf dem VCS und auch nochmal darüber erzählt, weil er ja angeblich durch das Spiel eine ganze Branche zerstört haben soll. Ja. Und das ist, also ich glaube, dass wir, wenn jetzt sowas rauskommt wie die PS5 oder wenn es wirklich so, die PS5 ist jetzt nicht so der Mega-Schritt nach vorne, also nicht so die Mega-Evolution, aber wenn sowas wie du kannst mir die gerne geben, Hennes, ich nehme dir die gerne. Nein, Gary, ich versuche immer noch. Das ist nicht der Mega-Schritt nach vorne, was ist los? Nein, ist es nicht. Ich finde nicht das, ich finde den Controller, der Controller ist toll, aber es ist nicht, in der Evolution ist es ein ganz kleiner Schritt, der Video. Bitte berichtige mich, wenn ich jetzt Scheiße rede. Nee, ich finde das auch so. Ich würde sagen, Stand heute, aber im halben Jahr reden wir vielleicht schon wieder anders. Weil dann wenn wir die Spiele haben. Es gibt doch kein Next-Gen-Spiel in dem Sinne. Es gibt doch keine Spiele halt, ne? Das glaube ich halt auch. Das ist das Problem. Und, aber wenn du das einfach so zu schätzen weißt und einfach dir anguckst, ich bin ja, da sind die beiden anderen ja überhaupt nicht drauf, ich bin ja ein Mario Kart-Fahrer. Ja? Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel Mario Kart auf der Wii angucke, wie das aussah, jetzt, wo bei YouTube mal, kann ich mir überhaupt gar nicht mehr vorstellen, das jemals gefahren zu sein, weil es so, so ruckelig ist und so pixelig, aber als es rauskam, war es der Hammer. Und wir haben in der Location das für ein Super Nintendo und wenn du das heute anguckst, denkst du echt, das kann ich früher nicht gespielt haben. Und das sieht so scheiße aus. Robin, da reden wir wirklich von Evolutionsschritten. Wobei die anderen Mario Kart-Spiele sind gut gealtert. Von Game Boy bis N64 kann man die heute noch spielen. Ich liebe Double Dash. Double Dash ist immer noch eins der besten Mario Kart-Spiele. Die SNES-Version kann ich nicht spielen. Da habe ich ein Problem. Also aber da ist auch die Wii im Vorteil. Ne? Merkst du, wie die beiden anderen gerade komplett ausgestiegen sind, weil die nicht wissen, was es heißt, Mario Kart zu fahren? Weil sie es nicht können. Ich wollte gerade fragen, ob er tot ist. Aber jetzt hat er sich bewegt. Das ist alles Taco. Nein, also weißt du, aber wollen wir noch mal zurückgehen und mal weggehen. Nintendo. Das ist neben Wakanda, ist aber nicht so weit technisch entwickelt. Neben Wakanda. Wo alle so ein bisschen assi sind. Wir trennen hier keinen Müll in Womama. Erzähl ein, weiter. Ein wirklicher Quantensprung für mich war zum Beispiel auch das erste Maniac Mansion von LucasArts. Beziehungsweise davor schon Labyrinth, auch von LucasArts. Das war, glaube ich, das erste von LucasArts. Aber Maniac Mansion, das weiß ich noch, das habe ich als so eine Raubkopie und noch auf so einer großen Floppy-Disk gehabt. Und das haben wir echt durchgespielt, ich und meine damalige Freundin, jetzt Frau. Und kurz vor Ende ist die Dings abgekackt. Da musste ich es mir dann kaufen. Die Frau ist mir abgekackt. Da musste ich sie mir dann kaufen. Und wie hieß das Lukas-Spiel mit den Tentakeln? Das fällt mir gerade. Ja, das war ja. Das war dann Day of the Tentacle. Das war dann genau, das habe ich gespielt von LucasArts. Ja, das gibt es auf der PlayStation 5 tatsächlich auch. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber ich habe tatsächlich. Aber das waren Spiele: Maniac Mansion, Zack McCracken. Und diese ganzen Zack McCracken war großartig. Klingt Zack wie das McCracken Schmerzhafteste, was ich mir überhaupt vorstellen kann. Ja, das war ein großartig. Day of the Tentacle. Ich weiß noch, wie Zack McCracken ist ein Schotter, der mit zerstörten Hoden durch Edinburgh läuft. In Wirklichkeit ist es ein Journalist auf Zeitreise, aber egal. Diese Rätseln, die waren so unglaublich schwer manchmal, dass wir da tagelang dran gesessen haben. Manchmal saßen wir auch mit zu viert oder zu fünft um diesen Amiga rum und haben gerätselt. Und es hat totalen Bock gemacht. Also es war wirklich so Let's Play, wo dir aber wirklich einer so über die Schulter guckt, weil er hinter dir sitzt. Und das war total klasse. Und ich weiß auch, dass mir manchmal so eine Lösung gekommen ist, gerade wenn ich morgens aufgewacht bin und so einen klaren Moment hatte, oh Gott, du musst die Pfeife in den Stock stecken und dann öffnet sich das Tor oder so. Und das waren großartige Spiele. Also die liebe ich heiß und innig. Und aber die waren auch parallel sehr frustrierend, Gary. Also wir schaukeln uns. Ja, das Indiana Jones habe ich leider nie zu Ende gespielt. Pitfall Harry habe ich sehr geliebt. Pitfall Harry. Das war natürlich fantastisch. Skorpione, ich sage nur Skorpione. Ja. Crazy Climber, das stand bei uns in der Pommesbude. Oh, das kommt mir auch bekannt vor. Das ist wie Ice Climber.
von das war, das, von das war so ein Mannequin, das musste, das war so ein bisschen ein Rip-Off von Donkey Kong. Das war so ein Mannequin, was so ein Hochhaus hochklettern musste und oben stand ein Affe, glaube ich, oder irgendwas, irgendwie und hat dir Sachen entgegengeworfen. Elevator Action habe ich sehr gerne gespielt. Das habe ich mir jetzt auch mal tatsächlich in so einer, das heißt ja dann anders, wenn du das im App Store suchst, aber ich habe trotzdem so eine modernisierte Version von Elevator Action habe ich tatsächlich für mein Telefon gefunden. Unglaublich. Schönen Kommentar im Chat. 3 mit einem Bier auf dem Sofa und der PC Monkey Island. Let's play in den 90ern. Da wäre ich direkt wieder dabei mit Monkey Island. Das habe ich auch bis zur Vergasung gezockt. Ja, ja. Und bis zur Vergasung, das ist ganz zauberhaft. Und halt dich bitte mit dem Bimbo-Mann. Der Sprachmann auch ist wirklich von aller Feinsten. Ich mache es. Thorsten ist für PC zuständig bei uns. Es ist nur Sprache. Versteht ihr? Ihr müsst nicht den Teppichboden rausreißen. Ihr müsst euch nur einer vernünftigen Sprache befleißen. Ihr brecht euch keinen bei ab. Also. Aber von LucasArts haben alle gehofft, dass dann Disney vielleicht diese Sachen auch alles wieder neu macht. Ne? Aber da scheint auch da wieder die Herr und Frau Blockade bei Disney zu arbeiten. Aber, ja. Oder bei Lukas. Weiß der Städte da mehr? Der macht ja schon Synchro, habe ich gehört. Für Disney- und Pixar-Titel. Wer? Ich? Ja. Du hast doch Städte. Ein Satz. Ja, ja. Ein Satz in Manhattan. Aber der war toll. Jetzt macht das doch nicht so klein. Ein Satz in Manhattan. Der war schön. Ja, hat auch gut gemacht. Wir feiern so Investmentbanker. Nee, was warst du? Nee, Investmentbanker. So ein nervöser Investmentbanker. Investmentbanker. Kleine Cross-Promotion. Genau. Wir feiern Thorsten sehr ab in unserem 82er-Podcast, der jetzt am Montag erscheint. Ja. Das ist übertrieben, deshalb, aber es war eine gute Sprecharbeit. Also, wir sind sehr, ihr wisst ja, wenn ihr unseren Podcast kennt, wir sind sehr, sehr kritisch, was Synchron angeht. Ich sage nur Manuel Neuer. Und da sind wir sehr, sehr kritisch und wir wären nicht anders gewesen, wenn Thorsten das scheiße gemacht hätte. Aber es ist einfach, und es ist wirklich, die Regie war einfach, glaube ich, sehr gut, Thorsten, oder? Hedgefondsmanager war es. Die Regie war gut. Ja, Hedgefondsmanager. Genau. Die Regie war Leonard Marlich, der quasi ein ganz, ganz großartiger Musiker ist und natürlich auch die deutsche Stimme von Pennywise. In den Neuverfilmungen. Und der ist ein guter Typ, guter Regie. Ich finde das mit dem Let's Play und damals ganz interessant, war das erste Let's Play, das erste sozusagen analoge Let's Play, war tatsächlich das erste Resident Evil, wo man sich getroffen hat, wenn andere, wenn in meinem Fall mein Freund Markus das gespielt hat und dann haben wir uns getroffen und haben ihm live vor Ort im Raum dabei zugesehen, wie er durch diesen Gang gelaufen ist und die Hunde durch die Fenster geschossen kamen. Und wir alle... Ne? Also das war scheiße. Das war gruselig. Ich musste mal Leute anrufen, weil ich mich so gegruselt habe. Übers Wählscheibentelefon, ich fand's richtig. Ach, diese scheiß Einstellung, immer an so einem Maschendrahtzaun vorbei, da kommen so eine Stunde Geräusche her, so schnork, schnork. Man traut sich einfach nicht da lang zu gehen. Das war kacke. Genau. Und ich habe das Spiel auch sehr genossen. Hunde, die durchs Fenster kamen, fand ich super. Ja. Aber die neuen Teile, was ist das für eine abartige Nummer, wo dieser Typ mit dem kleinen Hut folgt? Nee, der hat da gar keinen kleinen Hut. Doch, der hat einen Hut auf. Dieser komische Kloben, dieser Bauernschrank, der das gesamte Spiel über hinterherläuft. Damit kannst du mir komplett ein Franchise versauen, ne? Mit so einer Scheiße. Da ist er wieder. Ich dachte, was ist das hier? Samson? Ja. Naja, was gab es hier noch? Es gab da parallel zu LucasArts gab es ja dann noch Sierra. Sierra, genau. Ja, da konnte man Reihe, besser sterben. Genau. Genau. Und da habe ich Space Quest, aber auch Police Quest habe ich da sehr gerne gespielt. Ja. Das war immer, das war ja schon, es sah wenigstens so ein bisschen fotorealistisch aus. Es hat nicht mal, sah ein bisschen erwachsener aus, alles in allem. Ja, auch mit knackigen Rätseln und es hat auch immer totalen Spaß gemacht. Aber die Lucas Games, die waren einfach auch lustiger. Die haben richtig schönen Humor auch gehabt, fand ich. Ja. Und das erste. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ein Kollege von mir, dass wir dann mal versucht haben, das erste Mal wirklich Doom online zu spielen. Also Doom war auch für mich ein ganz großer Quantensprung und sich überhaupt so frei, meine Güte, nee, kann ich doch mal sagen, frei in so einem virtuellen Raum zu bewegen. Und wirklich zu entscheiden, gehe ich jetzt nach links, also nach rechts, links. Ja, genau, gehe ich geradeaus, was mache ich hier? Und das war nochmal eine ganz, ganz große Sache, fand ich. Ich weiß noch, dass man sich mal getroffen hat mit Doom und wirklich mit mehreren PCs
zusammen in einem Raum und die PCs aufgebaut hat und vernetzt hat. LAN-Partys. Ja, diese Dings, ja. Und das ist. Nein, nie gemacht. Das kann man sich, wenn du das heute irgendwelchen Kindern erzählst, da gucken die dich an und sagen, Alter, geh ins Heim. Aber wir waren halt dabei. Wir haben den Krieg miterlebt. Ja, wir haben früher, erzähl Patrick. Ja, ich sag, wir haben bei uns, ich weiß nicht, ob man es hier auf dem Bild sieht, man es nicht, wo ich jetzt gerade bin, aber auf der anderen Seite bei uns im Museum haben wir einen LAN-Tisch aufgebaut mit 8 Rechnern, wo wir auch dann wieder solche Sachen spielen können, von Duke Nukem bis Doom und ich weiß nicht was alles. Und das hat auch heute noch eine Faszination, selbst bei jüngeren Leuten. Aber wenn wir dann erzählen, dass wir die Dinger durch die Gegend geschleppt haben damals, das versteht man heute nicht mehr. Wieso habt ihr das denn nicht online gespielt? Es gab kein Online. Gab's nicht, nee. Ja, das war ja immer so ein halber Umzug, war das immer. Und dann, weil das Wecker kam, haben wir alle Internet gehabt. Genau, und dann, wenn man dann die Sachen geschleppt hatte, brauchte man ja länger die Rechner noch kurz am Netzwerk zu verbinden, kurz die Kabel anzuschließen und zu konfigurieren. Und dann war meistens die Zeit schon um. Ja, stimmt. Bis man das erstmal eingerichtet hatte, das war immer super, super ätzend. Und ich glaube, dafür hat IKEA auch die großen blauen Tüten erfunden, damit man die PCs transportieren konnte. Großen blauen Taschen. Ja, genau. Eigentlich für Duisburger Flohmärkte, glaube ich. Dafür sind die entwickelt. Ah, okay, ja, das kann sein. Ja, bis hierhin. Ja, hier schreibt euch jemand schon im Chat, 4 Stunden aufbauen und verbinden und irgendwann ging es dann los. Ja, das ist genau das Problem. Ja. Wo ist denn der Chat überhaupt? Wo kann ich den sehen? Der Chat ist bei Twitch zum Beispiel zu sehen, direkt im Stream oder auch an der Seite. Also ich kann das hier nicht sehen, ist mir egal. Lest mir einfach was vor. Nö, ich schicke euch mal gerne hier in den Zoom-Chat einen Link rein, da könnt ihr nur das Chatfenster öffnen. Das ist technisch kein Problem. Kleinen Moment. Chat Baker. Leben nicht. So, hier ist einmal der Chat als Einzelfenster für euch. Magst du nicht den Chat? Genau. Charlie's Angels. Drei Engel für Charlie. Wie viel Zeit hat man denn auf den Link zu klicken? Das ist ja wahnsinnig kurzfristig gewesen jetzt. Ja, ganz normal. Sein. Wieso Zeit? Der Link ist doch bei uns im Chat drin. Ich bin jetzt schon da. Du hast alle Zeit. Andreas Escher. Mhm. Habt ihr mal Turrican gespielt? Nein. Oh, okay. Turrican war so eine... Und schlafen unterm Tisch. Kleine Figur, springt umher, kann 360 Grad, hätte ich beinahe gesagt, einmal quer schießen und kleine Ebene. Oh ja. Das kommt mir bekannt vor. Ja, da die Person ist mitverantwortlich. Ah, okay. Genau. Geil. Ja, Turrican war gut, das stimmt. Ich habe den Namen nie verstanden. War das der Nachname? Nee, der hieß in Wirklichkeit anders. Das war bei uns mal eine Quizfrage. Das wussten wir bis vor einem Jahr nicht. Turrican hatte einen Namen. Nämlich? Renmigaya. Wie? Renmigaya. Warum habe ich gefragt? Wie hieß der? Renmigaya. Turrican ist die. Ist der Anzug. Ja, klar. Ja, klar, Logo. Was soll's? Ja, das ist. Da konnte man schlecht Bus draufschreiben, ich weiß ja nicht. Dann hätten wir schon wieder ein Problem. Ja, das ist ja genau. Ja, habt ihr noch weitere Spiele in Erinnerung? Also Sierra Lucas Film, das kann man ja auch heute machen. Gab es noch irgendwas, was ihr im positiven oder negativen Erinnerung habt? Von damals. Musst du damals erstmal ein bisschen definieren. Also wenn wir jetzt wirklich in der PC-Zeit und in der Floppy-Disk-Zeit oder in der Datasetten-Zeit sind. Wo auch, ich weiß ja nicht, wie weit ihr euch zurückerinnern könnt. Ich bin aber sehr vorsichtig bei den Fragen. Denn wir haben Retro-Demenz bei uns im Podcast. Wir wissen ja nicht mal, was wir letzte Woche gemacht haben. Ja. Schweige denn in den 80er Jahren. Aber wenn ihr euch daran erinnert oder wenn Hennis jetzt sagt, ich kann mich noch an meine Datasetten-Zeit erinnern, sehr, sehr gerne. Naja, ich habe dieses Conan-Klopper-Spiel gespielt, wo zwei Samurai gegeneinander antreten, das war irgend so ein Cartridge-Ding, und dann musst du den anderen köpfen. Und wenn du das geschafft hast, war das Spiel vorbei. Also es war quasi ein frühes Tekken. Sah ein bisschen scheiße aus. Barbarian. Barbarian? Ja. Das würde ich gerne nochmal spielen. Wo man diese komplette Drehung machen konnte und dann plock, und dann kam dieses kleine grüne Viech und hat den Kopf mit der Schubkarre weggenommen. Und wenn man überlegt, ist das ein Weihnachtsgeschenk für viele
junge Menschen damals war und die Eltern gar nicht wussten, was sie da unter den Weihnachtsbaum gelegt haben. Und dann legen die das Spiel ein und sagen, guck mal, ich kann den köpfen. Ich glaube, einige haben doch ihren Einkauf bereut. Wie lange spielt man solche Spiele, wenn man die heute wieder sich runterlädt aufs Handy oder so? Wie lange guckt man sich das an und wie lange ist da die Zeitspanne? Sind das 5 Minuten und dann ist gut? Wir haben verschiedene Sachen. Wir können da eigentlich, also bei vielen Sachen sind es wirklich 5 Minuten, weil man eine andere Erinnerung hat. Naja, ist und ja immer so. Die Sachen nicht so gut gealtert sind. Aber es gibt Spiele, wir machen ja immer uns donnerstags unsere Videostammtische oder auch wenn wir bei uns im Museum die Leute spielen lassen, gibt es Sachen, wo man sich dann wieder stundenlang festsaugen kann. Und wir haben einige Mitspieler bei uns, die auch so einen Titel dann wirklich mal einige Stunden wieder rausholen und in alle Details gehen. Also das ist sehr unterschiedlich. Und es gibt Sachen, die finde ich auch, die kann man toll spielen, die kann man lange spielen. Einige nicht. Wir haben heute Nacht ja auch noch einen Live-Stammtisch, wo wir auch Amiga-Spiele gegeneinander spielen und miteinander spielen. Da wird sich ja auch wieder zeigen, was heute gut gealtert ist und was nicht. Da gibt es also wirklich vieles. Leisure Suit Larry fällt mir ein. Oh, ich habe darauf gewartet. Was war das denn nochmal? Moment, Gary, wie ist das Passwort für den hinteren Raum? Das weiß ich nicht mehr. Schade, aber die meisten wissen es noch. Irgendjemand noch eine Idee? Nee, das Erste, du fängst an auf der Straße und willst in diesen siffigen Club rein, um Frauen abzuschleppen. Und dann klopfst du an der Tür und dann sagt der, what's the password? Dann musst du es eintippen. Okay, nee, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Can send me. Das ist bei vielen, wenn du mal wissen willst, ob jemand früher in der Kindheit schmutzige Spiele gespielt hat, frag ihn nach dem Einlasscode von Larry. Die meisten werden es noch wissen. Das ist sind wir jetzt echt auf Ready Player 2-Niveau gerade hier. Was so Retro kennst angeht. Kennst du das nicht? Ich kann mich noch erinnern, aber es gab ja Zeitschriften, bei denen CDs beilagen. Ja. Und da habe ich wohl auch mal eine gekauft, als ich noch über einen PC verfügt habe, vor Jahrzehnten. Und da habe ich mir damit auch, glaube ich, die Festplatte mit kaputt gemacht, irgendwie mit so einer Leisure Suit Larry-Version und Kleiner Hinweis an den Chat, da wird gefragt, ob wir Yacht nach Liebe meinen. Nein, das war Teil 7. Wir sprechen über Teil 1. Teil 7 war das, was Oliver Pocher synchronisiert. Nein, das war Teil 9. Das war Teil 9. Okay, gut, das weiß ich nämlich auch noch. Ja. Das war der Teil, wo ich aufgehört habe, Larry zu spielen. Entschuldigung. Wie hieß der noch, was Pocher da gemacht hat? Summa cum laude? Summa cum laude, ja. Aber anders geschrieben, genau, ja. Ah, ja, gut. Ja. Ja. Nee, das war der Abstieg von Larry dann irgendwann. Wobei die neuen, es gibt ja 2 neue Larrys jetzt seit 2 Jahren. Jedes Jahr ist einer erschienen. Einmal, oh Gott, jetzt muss ich die... Robin, weißt du den Titel gerade auswendig? Wet Dreams Don't Dry Once? Nee, Wet Dreams Don't Dry und dann noch Wet Dreams Dry Twice. Das sind die beiden neuen Folgen von Larry. Und die sind wirklich lustig und auch nicht mehr ganz so, sagen wir mal, mit einem alternen Humor, wo der natürlich drin ist. Aber die sind ein bisschen angepasst an die heutige Zeit und bringen den Charme ganz gut rüber. Und die haben auch diese Bar-Szene wieder mit drin. Also das eine Spiel ist, glaube ich, letztes Jahr erschienen, das andere vorletztes Jahr. Gab es nicht auch von Zack McCracken eine Fortsetzung? Die von Fans gemacht wurde? Fanmade gab es, ja klar. Ja, okay. Und bei Manic Mansion und aus dem ganzen Universum gibt es inzwischen hunderte von Spielen. Ehrlich? Da gibt es eine Webseite, wo auch so Wettbewerbe sind, wer schreibt die beste Fortsetzungsgeschichte. Und da gibt es inzwischen über 100 Folgen, die in dem Grafikstil mit so einer Engine gemacht worden sind. Also das gibt's alles. Ich muss nochmal die Fahne für Zack McCracken schwingen. die moderne Version von Maniac Mansion, das war ja dann, Thorsten, du erinnerst dich auch noch, Until Dawn. Das war ja praktisch Maniac Mansion. Ne? Until Dawn war Maniac Mansion, aber in geil. Das fand ich wirklich, ja. Until Dawn fand ich wirklich richtig gut. Ja, Im Chat gibt es den Hinweis, die alten Varianten findet man unter Maniac Mansion Mania. Richtig, das meinte ich. Ah, okay. Guter Tipp. Ja. Der Chat weiß Bescheid und der Chat weiß auch alle Titel von den Larrys, also das ist schon wieder der Wahnsinn. Der Chat. Frage den Chat. Genau, den was Chat. Machen wir eigentlich hier? Frage es am Chat. Sag mal, was ist denn die langlebigste? Chat. Nein, der Chat ist super. Was ist denn die langlebigste Videospielserie? Was ist denn immer noch da? Was ist denn für dich langlebig? Dass es regelmäßig neue Teile gibt oder dass es mal wieder... Ja, was heute noch spielt. Was nicht regelmäßig. Ich meine jetzt wirklich, dass man sagt, okay, wir warten, bis der nächste Teil rauskommt und es kommt ein Teil. Also von Pong gab es 98 nochmal einen neuen Release. Das ist keine Serie. Ich würde Pong nicht... Larry und Tomb Raider würde ich zuerst erwähnen. Was mit Zelda? Ja, Tomb Raider, genau. Zelda mit Sicherheit auch. Ich war aber nie ein Konsolenkind, deswegen also eigentlich ist meine Mario Serie. In allen Formen. Genau. Mario natürlich, klar, ja, stimmt. FIFA auch. Schreibt jemand, ja, da gibt es auch schon genug Folgen von.
Das stimmt. Final Fantasy, ja. Sims, da kommen einige Beispiele. Also es gibt immer noch, es ist immer noch eine Konstante, auf die man sich irgendwie verlassen kann im Leben. Also in unserem fortgeschrittenen Leben, wo wir jetzt hier gerade bei sind, ein bisschen noch damals und so weiter. Und dann Konstante Elsner. Konstante Elsner, ganz genau. Und dann ist also immer wieder diese Schauspielerin, die sogenannte Konstante Elsner. Immer dabei, mach weiter. Überall. Immer in jedem Film. Sie ist quasi die Konstante in diesem Film. Im Chat erinnert mich noch an Pokémon. Nein, das habe ich zum Glück nicht spielen müssen. Naja, aber das, ich würde da jetzt nicht so zynisch sein, weil das natürlich auch da trennt sich dann halt irgendwann mal so eine Generation. Und absolut, dafür Pokémon sind wir wahrscheinlich ja immer noch, vielleicht zu alt. Ich weiß nicht, ob ihr noch Pokémon gespielt habt. Ich habe Pokémon nicht gespielt, aber ich habe es halt wahrgenommen und es gibt einfach Sachen, die dann kommen, oder Pimkin, oder ich bin ja ein Nintendo-Kind und so weiter, wo man dann sagt, so, okay, das ist jetzt vielleicht nicht meins, aber wenn man da mal reinspielt, denkt man, aha, ich verstehe den Appeal, ich verstehe, warum Leute das jetzt irgendwie gut finden. Es gibt Videospielformate, wo ich sage, warum spielen Millionen Kinder ein Videospiel, das so aussieht, wie die Videospiele aussahen, die wir damals spielen mussten, weil wir nichts anderes hatten. Minecraft, oder? Ich meine Minecraft, ja. Warum? Warum tut ihr euch das an? Aber scheinbar, ich will jetzt kein alter, weißer, zynischer Mann sein, scheinbar kommt das ja gut an und läuft. Oder Fortnite. Wollte ich gerade sagen, das ist ja auch jetzt grafisch nicht auf dem neuesten Stand. Also zumindest die. Ja, das ist so Call of Duty für die Generation TikTok. Aber die Kinder, die TikTok-Kinder, die spielen jetzt alle das Among Us, wenn ihr das kennt. Was? Wie heißt das? Was? Among Was Us? Among Us. Das sind die kleinen Figuren, die Mönch unter uns. Ja. Sehr schön. Among Us. Nein. Among Us, das ist so Multiplayer, man kann Rätsel lösen. Die Figuren sehen so aus wie bei Tschernobyl in untersetzt. Also ach, ist das nicht die Prämisse von der Dingen, also von das Ding? Von, also dass einer der Verräter ist oder beziehungsweise. Genau, ja. Das gibt's auch für die Switch, ne? Für alles gibt's das. Ja, genau, ja. Echt? Ja, ja. Okay. Das ist toll. Also wenn man auf sowas steht, dass man miteinander wie in so einem wie heißt das? Stimmt, Herr Streter, Escape Room, jetzt erinnere ich mich wieder. Mit der Putzfrau. Ja, so ähnlich ist das dann halt miteinander. Okay. Das war ganz gut. Ja. Finde ich schön. Wow. Gibt's denn Videospiele, die auf Brettspielen basieren, die gut sind? Gibt es da was man empfehlen kann? Jetzt in einer Zeit, wo man nicht so viele Leute treffen kann, wo man zumindest so eine gewisse Anmutung hat, so ich sitze jetzt zusammen mit Leuten, weil, wie gesagt, Among Us ist ja auch so ein Spiel, was man mit mehreren dann. Also ich glaube, ein bisschen wie Werwolf, ne, oder? Werwolf? Dieses Werwolf-Spiel, wo Werwolf? Jean-Michel Vincent? Nein, Werwolf, genau. Ja. Die Werwolf-Spiele, diese Kartenspiele. Helft mir doch mal einer von euch. Es gibt doch diese Werwolf-Kartenspiele. Ach so. Wo du mit mehreren Leuten zusammensitzt, da musst du aber wirklich irgendwie 7 oder 8 Leute haben und einer von denen ist der. Mit einmal sagt einer, du bist jetzt gebissen worden. Einmal genau. 2 Sieben in so eine Krawatte, solche Reichszähne. Das ist American Werewolf. Uno. Uno, es gibt auch ein Computerspiel zu. Uno-Bomber, ja. Es gab auch, ich kann mich erinnern, dass ich auch Mensch ärger dich nicht als Computerspiel mal gespielt habe. Weil das konnte man dann tatsächlich mit sich selber spielen oder gegen den Computer. War der Schach so anspruchsvoll, Gary. Ja, ich habe nie Minesweeper verstanden. Ich habe das nie gecheckt. Was wollten die von mir? Ich habe das letzte gesucht, das ist bei Windows nicht mehr dabei. Aus gutem Grund, weil ich es scheiße fand. Und ich habe Bill Gates geschrieben, er soll die Impfung fertig machen und aufhören, mir so eine Scheiße auf den Rechner zu laden. Bist du doch gleich implantiert. Es geht doch nicht um eine schöne Runde Snake. Ich möchte bitte Snake implantiert haben, ja, und nicht Minesweeper. Snake, Plisken. Und dann Snake. Varan Kotlewski. Befreit Marl. Frag nicht, es hat mit euch nichts zu tun. Also, eins der ersten Spiele bei der PlayStation, war das PlayStation 1 oder 2? Weiß ich jetzt, war Siphon Filter. Eins. Nee, es ist Seifenfilter. Seifenfilter. Für viele ist ein Seifenfilter natürlich. Siphon-Filter, das für die Leute mit langen Haaren. Ja. Das mochte ich auch. Das war so ein prähistorischer Sam Fisher. Seifenfilter, genau. Wo man immer eine Betäubungspistole, wo einfach die Munition auch nicht ausging, was ich ganz charmant fand. Nein, das ist was anderes. Was du meinst ist, wie heißt diese Schleichen mit Metal Gear Solid? Ich meine nicht Sam Fisher, ich meine Splinter Cell oder Splinter Cell, nein, ich meine Sam Fisher ist Splinter Cell. Das war ja, das meine ich aber nicht. Auch der Dingenskirchen, auch in Seifenfilter hatte der Agent endlose Betäubung. Meine ich tatsächlich auch. Also das war und das war schon so ein Schleichspiel, oder? Ja, das war auch so ein Renn- und Ballerspiel. Das war eigentlich ganz schön. Also das mochte ich sehr, sehr gerne.
Ja, ich auch. Also wir sind ja, Hennes, Thorsten und ich sind ja eher so Konsolenkinder, ne? Würde ich sagen, ja, oder? Würde ich auch sagen, ja. Also ich weiß noch, als wir uns damals unseren ersten PC gekauft haben und da hatten wir dann auch irgendein Lucas-Game und wir schließen alles an, das, was ja damals noch ein bisschen länger gedauert hat. Da weiß ich nur ganz genau, dass dann das Videospiel anfing und es war kein Ton dabei. Ich denke, das kann doch nicht sein, da muss doch ein Ton dabei sein. Und das waren tatsächlich nur PCs, die hatten keine Lautsprecher. Da musste man sich extra die Lautsprecher extra kaufen. Dir hat der Speaker-Sound nicht gereicht? Nee, es war nur Das ist der Speaker-Sound. Ja, genau. Also ich war einen halben Tag stand ich davor und ich denke, das kann doch nicht sein. Wie können die denn sowas verkaufen? Und aber dann war es ja in Ordnung. Dann hat man sich zwei so Boxen geholt und dann war alles wieder gut. Also, genau, mit dem Einbau der guten Soundblaster-Karte. Ja, genau. Ja, stimmt. Das muss man dann auch nochmal extra kaufen. Oder die und da habe ich gedacht, was für ein perfides Spiel. Da habe ich das dann erstmal gecheckt, dass man halt immer mehr kaufen musste, genau, um dann endlich. Und hat Apple gesagt, genau, und dann machen wir jetzt jedes Jahr, gibt es einen neuen Stecker, den sich alle kaufen müssen. Und wir machen das und das und dann muss man sich das Zubehör kaufen. Das alle sechs Jahre mal ein Prozess. Der Evolutionsgegner. Facepalm. Der Hennes ist immer gegen. Hennes ist komplett gegen Computer-Evolution. Wenn es nach dem ginge, er wird immer noch auf dem ersten Nintendo spielen. Stimmt's? Ey, nein, das ist überhaupt nicht wahr, Gary. Ne? Wohl. Wohl. Zu feuern hier. Wohl, nee, nämlich. Ist das doof. Das ist das. Jetzt lass uns mal auf unserem üblichen Niveau mal diskutieren. Ihr seid doof und ich habe recht. So, das erstmal hier mal in den Raum gestellt. Ja. Aber wir waren tatsächlich nie irgendwie PC-Spieler. Das, also, ich habe da immer eifersüchtig hingeschielt, weil es natürlich ganz, ganz viele tolle Spiele gab's einfach auch für die Konsolen nicht. Ja, ne? Aber Gary, ich glaube, woran es liegt, ist wirklich, weil wir ja als Autoren und so weiter unseren Computer auch einfach gebraucht haben, einfach für die ganzen Textsachen und so weiter. Und je mehr du dir auf den Computer gezogen hast. Ja, ist auch heute noch so. Ist heute noch so, ja. Umso schwieriger wurde es dann einfach die Programme laufen zu lassen. Natürlich ist unser Mac und so ist natürlich auch eine Entertainment-Maschine, aber ich würde mir jetzt nicht wirklich ein Spiel hier jetzt groß draufladen. Aber wisst ihr, das habe ich dann eine Woche, habe ich ein Spiel drauf und dann schmeiße ich halt wieder runter, weil es mich nervt. Ja. Ja, wisst ihr, was ich auf meiner PlayStation 5 spiele? Ja, klar. Sicher, wir überwachen dein Haus. Ja. Ist immer online. Kommandos 2. Echt? Ja. Man of Courage? Ja, spiele ich. Und das macht totalen Spaß. Das ist, die Grafik ist so ein bisschen besser. Das ist ja auch nicht von dem Originalstudio. Die haben das nochmal, die remasterte Version hat irgendwie, da habe ich lange darauf gewartet. Für mich ist ja die ganze Kommando-Serie ist ja wie gemacht fürs iPad. Ich kapiere das nicht, warum die es nicht für iOS rausbringen oder für die Tablets. Das ist ein wie gemacht. Ein spanisches Computerspiel, muss man sich mal vorstellen. Und das ist super. Das macht so viel Spaß. Heute noch. Also auf den großen Fernseher und ist alles ein bisschen umständlich, aber es macht immer noch totalen Spaß. Aber es ist nicht trotzdem witzig, dass man auch in den modernen Konsolen immer wieder zu den alten Sachen greift. Ich komme mir da auch immer komisch vor, auf der PS4 dann plötzlich irgendein SNES-Spiel zu spielen oder PS1-Spiel zu spielen, was da wieder aufgelegt wird. Aber man tut es ja doch irgendwie. Ja, ja. Weil du dich einfach an deine Jugend erinnern möchtest damit, weil du dir die damit zurückholst. Das könnte ich auch an den Originalgeräten, weil wir haben ja nun theoretisch die Möglichkeit, trotzdem macht man es dann auch an den neuen Geräten. Yeah. Ihr seid ja aber auch wahnsinnig. Yeah. Ihr seid ja auch, das ist richtig, sonst hätten wir euch auch nicht eingeladen. Ja. Das ist ja nicht jeder. Ja. Das stimmt. Also das erste Mal, dass mich ein Videospiel komplett umgehauen hat, was die Handlung tatsächlich anging, das war, ich überlege dauernd schon, wie das heißt, das war auf der PlayStation 1 oder auch 2, weiß ich nicht. Ich glaube, das hieß Inside. Das war so mit so einem Typen, der aufgewacht ist und der so nach und nach so telekinetische Kräfte gekriegt. Ja, das war total. Frag doch mal den Chat. Alter, habe ich ein paar Eimer zerknüllt. Das war super. Das hat Spaß gemacht, fand ich. Ja, genau. Und dann gab es doch immer so einen Schnitt und dann hast du praktisch scheinbar den Flashback gespielt. Ja. Und dann stellte sich aber hinterher heraus, dass das alles genau andersrum war. Und da habe ich das erste Mal mitgekriegt, dass schön erklärt. Was Videospielkunst, also auch von der Handlung her, dass das echt anspruchsvoll sein Pixel kann. Fragt im Chat, ob du Fahrenheit meinst. Nee, Mensch, wie hieß denn das? Ich vergesse das immer. Inside mit Y, kann das sein?
Mit Y. Fahrenheit. Fahrenheit war auch ein geiles Spiel. Der Chat ist gerade etwas langsam. War definitiv ein PlayStation-Spiel. Und der hatte dann immer, der kriegt von Level zu Level, kriegte der dann immer neue telekinetische Kräfte dazu. Und dann gab es halt immer diesen Flashback. Und das war von dem, das war von den Entwicklern, die Timesplitter gemacht haben. Das weiß ich noch. So, das sollte vielleicht als Tipp ausreichen. Ich weiß es nicht. Irgendeiner da draußen. Ich werde mal gucken, was es ist. Aber das war ein großartiges Spiel. Also wie gesagt, Entwickler, das Deep Silver. Und was haben die noch gemacht? In Nottingham. Und was haben die hergestellt? Das hieß irgendwie Second Sight oder Second so. Sight. Second Sight, genau, genau. Second Sight war das, genau. Das Second war, glaube ich, aber auf der PlayStation 2. Ja, ziemlich genial. Brillantes Spiel. Muss ich wirklich sagen. Timesplitters ist übrigens auch grandios, speziell Timesplitters 2. Oh, das würde ich 2. Gerne nochmal spielen. Ja, das würde ich auf gerne. Auf dem Gamecube haben wir es gesuchtet. Ja, was ist denn mit Landschaftssimulator? So und so viel. Ihr habt vorhin eine Frage gestellt. Entschuldigen Sie mich einmal kurz einmischen. Arne hat sich gerade zugeschaltet. Das ist einer dieser Spieler, wo man sich manchmal wundert, wo man sich festbeißen kann. Arne ist jemand, der kann ein altes Celestia-Spiel einen ganzen Tag lang spielen. Also den könnt ihr gerne dazu befragen, weil er war das, wo ich vorhin sagte, es gibt Leute, die können wirklich in alle Details gehen. Und Arne erkennt auch heute noch jedes Pixel, was sich falsch bewegt. Echt? Naja. Das ist absolut krankhaft. Und beängstigend. Ja, das stimmt, das ist echt krankhaft. Arne, kannst du ganz kurz einmal nur als Beispiel, ihr kennt ja alle Sonic. Und Arne hat bei Sonic etwas entdeckt, das hat sogar die Leute, die dieses Spiel dachten zu kennen, geschockt. Okay. Ja, ich habe nämlich einen Ruckler entdeckt in Sonic 1 und 2. Und unsere Kollegen meinten, Sonic ist perfekt flüssig, das ruckelt nicht. Und dann habe ich es halt aufgenommen, beziehungsweise konnte ich es dann genau beschreiben. Und zwar, wenn man mit Sonic auf einer Anhöhe, also eine schräge, hoch oder runter geht und während man das macht, dabei springt, dann kommt ein ganz kurzer Ruckler. Und zwar ist das genau ein Frame. Der Oliver hat sich das dann in der Zeitlupe angeguckt und hat gemerkt, da ist tatsächlich ein Frame, wo es kurz stottert. Also nicht perfekt. Wir sind doch einer ganz heißen Sache auf der Spur. Und ich meinte so, Sonic ist Mist, das ruckelt. Ist das der Plot für den Film, Sonic? Das wäre lustig. Zuerst die Corona-Krise an Kindergeburtstag wirken. Sonic ist natürlich für mich als, was heißt ein rotes Tuch, aber warum sollte ich Sonic spielen, wenn ich Mario habe? Ganz ehrlich. Also ich meine, dass Sonic dreimal so Mario ist. Weil Mario ein fetter Klempner ist und Sonic ein besonders schnelles. Wusstet ihr eigentlich, dass Wario im japanischen Original deutscher ist? Das wundert mich überhaupt nicht. Das wundert dich überhaupt nicht, weil ich glaube, auf dem N64 oder auf einem der späteren Spiele, als die Püppchen dann angefangen haben, also die Charaktere, angefangen haben zu sprechen. Und, ja, ich komme noch vom Brettspiel. Natürlich. Als die, da haben die auch teilweise so Soundchips, also Soundbites gehabt. Und dann, wenn Wario irgendwann mal irgendwo gegengefahren ist, hat er immer gesagt, aber nur in der japanischen Version, so ein Mist! Echt? Ja, Mario. Was sagt er in der deutschen Version? Also ich weiß es nicht. Oh, Markus, okay. Markus hatte die natürlich als erster immer die japanische. Ja, mein Freund Markus hat damals in einem Videospielladen gearbeitet. Oh ja, GameExpress. Bei GameExpress und kam natürlich immer an die Sachen ran und war der Erste, der eine japanische N64 hatte. Und als wir dann, das erste Spiel war natürlich Mario 64 und da sind uns die Ohren weggeflogen, was möglich ist. Kam die PS, kam die kurz danach oder war das so eine Zeit? Ich kann mich so danach. Das war aber in dem Jahr, 93, 94, helf mir mal. Also ich habe 95 versucht, mein Abitur zu machen und ich habe die N64-Version von Mario einen Tag vor meinem Abitur gespielt, um mein Abitur dann zu versemmeln. Also es muss 95 gewesen sein. Und trotzdem ist etwas aus dir geworden. Erzähl mal, was denn so? Ich sehe dich gerade. Die einen sagen so, die anderen so. ganz kurz einmal einen Dank an zwei Personen nochmal, an Martin und Timo. Da kamen gerade noch Spenden rein für unser Museum. Vielen, vielen Dank. Ah, super, das finde ich ganz toll. Und dann, was war mit der Dreamcast? Die kam dann ein bisschen später. Oh ja, auch gut. Die Dreamcast kam später. Die ist 96. Da hatten wir kein Geld für. Wie hieß denn dieser komische Automat, der aussah wie ein kleiner Spielautomat? Ja, ich weiß. Der mit so Vektor, hieß der Vektor? Ja, die Vectrex, genau. Die steht jetzt hier, die sieht man nicht. Ist im Bild doch, bei Patrick sieht man die, ganz links. Ganz links, steht hier auf dem hinteren Tisch ganz links. Ah, ja, okay.
Die ist auch, das war die, wo man für jedes Spiel noch eigene Farbscheiben davor gelegt hat, weil das Spiel ja nur Vektor in Weiß waren und da hat man halt einen blauen Hintergrund darauf vorgelegt, wenn man im Weltall gespielt hat oder einen grünen Hintergrund. Ganz genau, ganz sein genau. Sollte. Das war, glaube ich, auch die erste, ja, was so ein bisschen an Spielkonsole erinnerte und vor allen Dingen, was man auch mal mitnehmen konnte. Ne? Ja, das konnte super. Man ruhig mal zu einem Kollegen mitnehmen. Absolut, ja. Und das war auch so. Und heute das war auch ein Quantenspiel. Heute hat das wieder eine Faszination, weil das ja diese Vektorgrafik halt ist. Das ist ja nicht verpixelt, das ist ja hochskaliert und sieht heute wieder fast modern aus, bis auf das Gehäuse vielleicht. Aber die Spieler haben heute wieder was. Sie verlassen den amerikanischen Vektor. und dann gab es noch, kann sich irgendeiner von euch noch an den 3D-Gameboy erinnern, an den roten? Ja, der war an total super. An den Virtual Boy? An den Virtual Boy, ja. Hast du den mal selber gespielt, ohne Kopfschmerzen? Ich habe den, natürlich mit Kopfschmerzen nach 5 Minuten, aber war schon geil. Tennis, ne, hat einen gewissen Effekt auf den Körper. Oh mein Gott, Tennis war der Knaller, aber nein, ich meine, das ist ja jetzt auch mit 3D, halt auch mit dem 3DS und so weiter, dann gab es den ja nochmal in XL und Zelda in 3D und das hat eine Zeit lang, Gary, es gab doch auch für die hatte Olli nicht geil. Auch immer 3D gespielt, wenn der Ballerspiele gespielt hat? Ich Olli. Döring. Ja? Der Olli Döring ist ein großer Ballerspieler. Ja, und auch, glaube ich, 3D dann halt, ne? Ach so, ja, stimmt. Ja, stimmt. Ich meine, das Call hat ja alles diese ganze VR-Geschichte auch so ein bisschen vorweggenommen, aber durchaus vorbereitet, würde ich sagen. Ja, wobei es ja interessant ist, es gibt so Phasen. Es gab die Phasen früher mit Nintendo, mit dem Virtual Boy, dann gab es plötzlich auch im Fernseher diese Rot-Grün-Brillen, da gab es ein paar Jahre lang wieder nichts, dann gab es diese Verschlussbrillen, da gab es wieder ein paar Jahre nichts, dann hatten alle Fernseher 3D, jetzt hat kein Fernseher mehr 3D. Das sind irgendwie so Phasen. Weil es nicht angenommen worden ist. Ja. Und weil du niemals ein 3D-Fernsehprogramm gesehen hast, nicht mal ein umgerechnetes. Und das war, und deswegen sind die gestorben. Also mein Fernseher kann auch 3D, mein Beamer kann es auch nicht, glaube ich. Das ist, obwohl ich stehe auf 3D, muss ich sagen. Also ich mochte 3D immer. Auf 3D. Ist auch bei der Kamera. Ja. Ich brauche das nicht. Und selbst beim Spielen, jetzt bei der PS4, gibt es einige gute 3D-Spiele, also VR-Spiele, ja. Das muss man schon sagen. Sniper Elite. Das macht viel Laune, wie du auf dem Rücken des Projektils. Ja. Wo man auch Hitler umbringen muss, ja, natürlich. Was man auch gerne mehrfach macht. Ja, gibt es auch unterschiedliche Sequenzen. Bei Indiana Jones habe ich das auch immer gerne gemacht. Da konnte man sich von Hitler ein Autogramm holen und oder man konnte ihm eine langen. Und das habe ich auch mehrfach gemacht. Bin dann natürlich sofort erschossen worden, aber das war es wert. Das hättest du Spielberg erzählen sollen. Sofort so eine Watsche. Nee. Im Chat empfiehlt man uns für die Vectrex noch eine Rot-Grün-Brille. Ja, das ist dann wirklich... doppelt interessant. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Weil man dann krank wird. Naja, die Tage, wo wir gerade bei vor einer halben Stunde bei Dragon Slayer waren. Ich habe die Tage ein Video gesehen. Da hat einer, das war ein Unboxing-Video von einem kleinen Videospielautomat. Von einem kleinen Dragon Slayer Videospielautomat. Habt ihr das schon mal gesehen? Nein. Da ist tatsächlich, das Ding ist ungefähr so hoch. Sieht original aus wie der Videospielautomat damals von Dragon Slayer. Und jetzt kommt der Hammer. Das Spiel lässt sich sogar spielen. Mit so einem ganz kleinen Joystick und du kannst es de facto spielen. Das ganze Spiel ist da drin auf so einer Mini-DVD. Gibt ja auch inzwischen dieses Neo Geo Mini und solche Geschichten, wo auch ein kleiner Monitor drin verbaut ist in 15 cm Höhe. Das ist ja im Augenblick ein Trend wieder. Ja, erstaunlich. Ja. Also da habe ich echt gedacht, was auch toll ist, diese Handhelds. Es gibt ja die Game Gear Mikros in Japan. Die sind 3 cm lang, 4 cm, also die sind so klein, ich kann das Display schon nicht erkennen. Und die sind spielbar. Lass uns mal darüber, ich sehe jetzt gerade sehr, sehr viele Leute mit Augenhilfen. Also, Lupen werden mitgeliefert bei dem Spiel. Ja, das ist halt auch wirklich das Problem, dass ich habe wirklich bei dem 3DS, wie gesagt, den gab es ja dann nochmal in XL mit einem größeren Bildschirm, aber da sind mir echt die Augenlider geflattert und meine Netzhaut hat sich abgelöst. Und ich kann auch auf der Switch, wenn ich sie nicht an Beamer anschließe, höchstens eine Stunde spielen und dann tun mir die Augen weh. Das ist natürlich halt auch, ne, im fortgeschrittenen Alter, da muss die Industrie natürlich auch so ein bisschen auf die Leute gucken, die auch das Geld in der Tasche haben und sich so jedes Mal eine neue Konsole lassen. Dennis, das ist einfach zu lösen. Du musst einen OLED-Fernseher haben,
musst einen vernünftigen Upscaler haben, der das alte Signal halt wandelt, das RGB oder was auch immer, und musst den Fernseher in TV, also falsch, aus dem TV-Modus rausnehmen in so ein THX oder sowas, wo das einfach dunkler ist. Und dann geht das. Also das Problem sind heutzutage Fernseher mit dieser Leuchtkraft, das, wovon du braun wirst vom einfachen Zugucken. Das ist das Problem. Und dann kannst du dich auch nicht drauf konzentrieren. Ja. Finde ich auch, ja. Gut, okay, danke, das ist ein gutes... Ja, Videospieltipps für alte Menschen, hallo! Ich wollte gerade sagen, das ist so ein bisschen wie, was haben wir früher noch gekonnt und heute brauchen wir Hilfen dafür. Ja, ja. Ich habe früher bei Zelda, bei Ocarina of Time, gab es eine Nintendo Hotline, wenn man nicht weitergekommen ist. Da habe ich aber auch oft angerufen, ich komme hier nicht weiter, ich komme da, die Tür geht nicht auf. Und dann wurde man dann mega angeschissen. Du Loser, häng dich auf. Was machen Sie denn da auch? Haben Sie den blauen Schlüssel gefunden in der Omni im Trank? Sind Sie blind oder was? Ja. Das war ganz oft, hat man so im Osten angegriffen. Warum müssen Sie den Drachen erstmal töten? Was wollen Sie da erstmal? Ja, mit Drachen, ich kann doch den Drachen nicht töten. Aber ich kann doch den Drachen nicht töten. Was denken Sie denn? Ich habe witzigerweise vor ein paar Tagen gerade ein Interview geführt mit einem der ersten Hotline-Mitarbeiter von Nintendo in Deutschland. Und der hat auch nur solche Sachen erzählt. Das war damals kostenfrei. Und Chatwecker hat gesagt, da wurde viel Geld für kassiert. Nein, das war sogar kostenfrei. Und da war dann einer der ersten Anrufer, jemand, der gesagt hat, setzen Sie sich jetzt bitte hin und spielen Sie mit mir Zelda komplett durch. Ja. Also. Das war der Beginn der Let's Plays. Ja. Ja, aber nur audiotechnisch. Ja, wie ist eure Meinung zu Let's Plays? Wer es braucht, wer sich, ich meine, irgendwann sind wir doch auch in dem Alter, wo wir uns vorspielen lassen müssen. Und das ist der erste Schritt, oder? Ja, nämlich immer an Wall-E, wo die Leute in diesen Sitzen sitzen und sagen, Rot ist das neue Blau und irgendwann dick auf diesen Sitzen sitzen und gar nichts mehr selbst aktiv tun. So fühle ich mich manchmal bei diesen Let's Plays. Also wir reden jetzt nicht von einem Walkthrough. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei Paper Mario Origami King nicht weiterkomme, weil der Buntstiftkasten der Nukleare mich fertig macht, dann muss ich schon mal gucken und dann denke ich, natürlich, klar, hätte ich den von hinten zumachen sollen, nicht blöd, Mann. Aber mir jetzt stundenlang, ja, Gary, du hast das Spiel leider nicht gespielt. Das ist leider eins auch der lustigsten Spiele. Ja, du hast Last of Us 2 auch nicht gespielt. Ja, das ist auch, eins der lustigsten Spiele. Die mich in dieser Zeit auch ganz weit nach vorne bringen, aber es ist trotzdem egal. Mich wirklich hinzusetzen und anderen Leuten dabei zuzugucken, die das dann auch noch kommentieren, was sie machen. Ja jetzt gehe ich da lang. Ja, das sehe ich. Das ist wie früher. Ich verstehe den Punkt, aber das ist so, wie wenn ich früher besoffen nach Hause gekommen bin und habe auf Arte aus Versehen die Tonspur mit der Audiodeskription angehabt und bin aufgewacht. Der Mann geht auf das Auto zu. Jetzt macht er die und ich saß da. Es ist dunkle Nacht. Das ist bei mir jetzt, hat sich umgeschaltet. Ich höre jetzt das, was ich sehe. Ich glaube, dass die Veropperung bei uns einfach schon zu weit fortgeschritten. Also das wobei, ich habe immer das Problem, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Problem habe im Spiel, habe ich keinen Bock, in einem YouTube-Video die Stelle zu finden. Mir wäre es lieber, ich hätte tatsächlich ganz oldschool die Textlösung wie früher und könnte einfach gucken, wo ich gerade bin. Mich macht das wahnsinnig, in diesem Video dann das ganze Gequatsche von den Typen wegzupacken oder bei irgendwelchen Anleitungen oder Hilfen. Dann will ich wissen, wie ich irgendwas mache und muss mir dieses Gesabbel anhören eine halbe Stunde lang. Also das war manchmal textmäßig einfacher. Es gibt in Toy Story 2 diese wunderbare Stelle, wo die in den Spielzeugladen sind und Rex sieht das Lösungsbuch von dem Spiel, was er am Anfang spielt. Das haben wir damals so hart abgefeiert, weil Lösungsbücher, ich gebe zu, ich habe auch immer noch ab und Ich habe auch immer noch welche. Also ich glaube, ich habe sogar von Zelda eins hier. Ich habe Zelda auf jeden Fall, Call of the Wild habe ich mir direkt gekauft, weil eine wunderbare Karte auch dabei war. Ich habe mehrere Mario-Lösungsbücher und ja, das hat man einfach dann nebendran gehabt. Das hatte auch was dadurch, dass so ein Buch natürlich auch eine ganz andere Haptik hat als ein Spiel, ist es, hat man irgendwie echt das Gefühl gehabt, man ist jetzt einem Geheimnis auf der Spur. Und eine Bockwurst hat eine völlig andere Haptik als ein Buch. Das ist halt. Genau, das ist. Guck mal, was danke, Sinnvolles zu ergänzen danke, auch. Dass, ja, danke, das ist, danke, dass du das auf dieses intellektuelle Level bringst, dieses, was ich damit sagen will. Das ist, dafür bist du ja. Ja. Aber das ist doch dann Cheaten für mich, wenn man diese Bücher benutzt. Weil da wird einem ja die Lösung jedes Rätsels genau erklärt. Und zum Teil werden einem ja auch Karten gezeigt, die man im Spiel ja erstmal sich mühsam eigentlich so erspielen muss. Da wird einem dann schon gleich gezeigt, wo das letzte Schloss ist und so, ne? Der letzte Endgegner und alles. Also war eigentlich immer schon so sehr dagegen, gegen diese Bücher. Ja, da hast du sicherlich recht. Und wenn man dann auch die Lösung, die gewünschte Lösung dann gekriegt hat, hat man auch so ein bisschen für wenigstens für ein paar Minuten schlechtes Gewissen gehabt oder so, warum bin ich da nicht selber drauf gekommen? Aber manchmal, ich komme noch mal zu diesen Point-and-Click-Adventuren zurück, manchmal waren die so knifflig oder so
konstruiert, Gary, dass man. Ja, bitteschön. Wenn du die Mütze so trägst, wirkst du manchmal wie eine belgische Nonne. Okay. Soll das, danke schön. Handmaid's Tale. Okay. Imperator. Aber war das immer nicht damals? Strebe ich, die belgische Nonne. Ja. Aber war man damals dadurch nicht kommunikativer? Hat er am nächsten Tag im Job oder in der Schule oder in der Uni über diese Sachen noch geredet? Gesagt, ja, klar. Ich häng da fest, wie bist du weitergekommen heute? Ja, ich guck mal kurz bei YouTube. Naja, aber Leute, jetzt gehen wir mal einen ganzen Schritt zurück. Ja, ich habe 84 angefangen mit Das Schwarze Auge und mit D&D, als die rauskamen in Deutschland. Mhm. Und als wir das gespielt haben und uns am nächsten Tag auf dem Schulhof unterhalten haben, sag mal, ich komme da in die Höhle nicht rein. Ja, du musst das Seil nehmen. Und Leute neben uns haben gestanden und gesagt, was reden diese Menschen da gerade? Ja. Was passiert denn da? Was macht ihr denn da? Ja, die sind jetzt alle tot. Das geht Thorsten und mir auch so, wenn wir mal irgendwo sitzen und dann sagen, hör mal hier, was mit der AK-47, ne, du kannst da, die hat einfach nicht genug, ne, in Verdansk und überhaupt, ne, und wenn du dann da reinkommst und schießt und da sind die Leute auch immer ganz irritiert, wenn man, ja. Mhm. Als Call of Duty Hobby. Ja. Als, ja, wir lieben es. Spielen wir nachher noch Call of Duty? Okay. Die Pflicht ruft, das Spiel. Ja. Was? Spielt ihr das nicht wirklich miteinander? Call of Duty. Ja, klar, Logan. Ja, natürlich. Ich habe das immer für eine Geschichte gehalten. Wir werden das auch demnächst mal twitchen. Wir spielen fast jeden Abend tatsächlich. Und das ist ganz schön. Ist immer, was sind wir denn alles? Wir sind ein Kanadier, ein Fotograf, ein Opernsänger. Schon die Aufzählung klingt, als wären wir Village People. das ist alles sehr, sehr lustig. So. Ja, macht sehr viel Spaß. Welches spielt ihr denn, welches Call of Duty? Es gibt ja inzwischen irgendwie 10 oder so, ne? Ja, leider das ganz neue, das Special. Oh, Black Ops. Gary. Leider das ganz neue. Ja, weil ich finde es nicht ganz so toll, aber es ist halt im Moment nichts da. Und das Alte, das hat mich jetzt doch so ein bisschen, das Alte von vor letztem Jahr, das hat mich jetzt doch ein bisschen gelangweilt, so dass ich gesagt habe, ja, okay. Update am 14., ne? Ach, und ja, dann, genau. Mal gucken, immer wie so ein Gespräch. Also ich bin entspannt durch Verdansk latschen, das war dieses Jahr mein Urlaub, das fand ich schon ganz schön. Das hat Spaß gemacht. Werden die Spiele dann upgedatet? Ihr kriegt neue Levels, ihr kriegt neue Das ist immer ein großer Tag. Die Fortnite-Spieler kennen das. Das ist das, was ich wirklich bei Mario Kart ein bisschen scheiße finde, ist, dass man echter sitzt. Wir haben halt diese 48 Strecken und zu Weihnachten sind meine Kollegen und ich auch 48 Strecken gefahren mit Pausen. Wie lange hat das gedauert? 4 Stunden. Oh, komm. Okay. Also wir waren danach auch total, man ist körperlich fertig. Aber da sitzen wir auch und denken, jetzt könnte doch mal, mach doch mal 4 neue Strecken. Schenkt uns doch mal 4 oder wir zahlen auch. Machen die das gar nicht? Oder? Irgendwie kriegen die halt nicht auf die Kette. Ich weiß auch nicht, was da dahinter steckt, ob wir wieder bis zur nächsten Konsole warten müssen. Ja. Schreib sie doch mal an, vielleicht machen sie so ein Construction-Kit für Strecken oder sowas, dann kannst du da Dinger selber bauen. Ja, du kannst ja jetzt ja deine Strecken selber bauen mit Mario Kart Live. Das ist ja auch wieder so ein Schritt gewesen, wo ich dachte so, das machen die nicht und dann machen die das. Mhm. Weißt du, die verkaufen das wie Hulle und die Leute denken natürlich so, wenn die, dann steht das bei Saturn rum und wird nach einem halben Jahr so wie Labo verhökert, das verkauft sich in Japan wie bekloppt. Und die Idee ist natürlich auch absolut fantastisch und genial. Und das funktioniert ja auch alles. Und da gibt es Leute, die dann die Strecken wirklich ja auch nachbauen bei sich zu Hause. Das ist wirklich das neue Modelleisenbahn-Kit. Ach so, das meinst du, ja. Das Mario Kart Live halt. Ne? Aber da habe ich halt wirklich so immer das Gefühl, dass Nintendo kommt dann immer mit solchen neuen Innovationen und nach einem halben Jahr interessiert das. Naja, aber diese Innovationen haben ganz oft dafür gesorgt, dass die anderen Firmen und auch Sony sich auch daran orientiert haben. Also was haben sich am Anfang alle über die Wii kaputt gelacht und so, ne? Genau. Und dann hat Sony genau das Gleiche gemacht. Also und auch das mit dem Rumble Pack. Ja, der Controller von der PS5, das ist schwer beeindruckend. Aber zum ersten Mal haben wir sowas wirklich gefühlt in der Switch. Dass du, wenn du den Controller in der Switch in der Hand hattest, hast du auf einmal das Gefühl gehabt, da ist irgendwas lebt da in dem Dings. Das hattest du vorher nicht. Das gerumpelt. Bei vielen Spielern war es doch so, dass sowas lebt drin. Wahrscheinlich lebt da auch was in. Wahrscheinlich sind das irgendwelche kleinen Bots. Die hatte die PlayStation nicht als erstes diese Rumble-Funktion? PlayStation 1 hatte. Ja. Nee, eigentlich die PlayStations. Nee, die PlayStation 1, die upgegradete Version, die hatte so einen Rumble. Wahrscheinlich sind da die alten Wunderbohnen aus Yps drin.
Genau, an das hat mich das erinnert. Diese, ja, weißt du, was ich meine? Irgendwann haben die sich nicht mehr bewegt. Oder das Gefühl, haben die echt gelebt, die Dinger? Nein, da waren so Larven drin und ich habe die auf in die Pfanne getan. Hab gesagt, guck mal, Mama, die jetzt bewegen sie sich nicht mehr. Schade. Ja. Da wurde der Hund, die Larve in der Pfanne verrückt. Und aber naja, also da gab es schon echt immer, zum Beispiel beim N64 konntest du dann Rumble Pack nachkaufen, was du dann in den Controller unten reingemacht hast. Ne? Und du gab es eine Erweiterung, wo du das dann draufgesetzt hast. Oder was auch einer meiner Lieblings-Controller war, das war der Controller, ein Analog-Controller für Wipeout für die PlayStation. Dieses Ding, was du drehen konntest. Neocon. Ja, der Neocon, danke. Der Neocon. Negicon. Aber das war so geil, weil Wipeout. Natürlich mit Firestarter. Oh, Wipeout, ja. Von Prodigy am Anfang, das war so geil. Da hast du einen richtigen Tunnelblick gekriegt. Hier, guck mal, der Arne sag mal was. Arne. Ich habe hier meine Kiste mit 4 Negicons. Weil man weiß ja nie, ob mal einer kaputt geht. Ja. Das Ding ist, ist der Wahnsinn. Also damit konnte man Wipeout spielen. Ich versuche mal hier einen rauszuholen. Weißt du, was man dafür zahlt jetzt in diesem Darknet? Also, vor ein paar Jahren gab es die ganz billig. Inzwischen könnte es sein, dass sie wieder teurer sind. Ich habe jetzt nicht geschaut, aber vor ein paar Jahren habe ich da so $20 für bezahlt für einen. Endboss, das sieht so aus. Endboss war der Mitarbeiter. Ach ja, jetzt erinnere ich mich. Und du kannst das halt drehen. Geil. Und diese Drehung ist das Lenken im Spiel. Und das ist so ein geniales Gefühl, damit so ganz langsam in die Kurve zu gehen. Und dann Das Analoge, ich liebe auch die analogen Sticks auf der Switch-Kontrolle. Aber können wir mal über Verletzungen... Die zwei sind auch analog, die roten. Gaspedal und Bremse hier ist auch analog. Also genial. Können wir mal über Verletzungen, über Handverletzungen bei Controllern reden? Bitte? Also erstmal Controller-Verletzungen. Ich habe bei auf dem Switch immer Controller zerstört bei Decathlon und Summer Games. Und dann hatte ich das Beste irgendwann, da musste man ja, je schneller man rüttelt, desto schneller läuft die Figur. Und irgendwann hatte man ja Blasen an den Fingern oder andere Probleme. Und da habe ich eine tolle Idee gehabt damals. Ich habe dann einen Bohrer tatsächlich angeschaltet und so über die Pins gehalten, die ich abgeklebt habe, dass er ganz schnell vibriert hat. Ich habe alle Rekorde gebrochen. Das hat auch gut funktioniert. Das hat ein Kollege von mir gemacht mit einer elektronischen Zahnbürste. Auch gut. Das hat doch, ist doch immer so hin und her gegangen. Und das konnte man auch super benutzen dafür. Ja, hatte noch jemand kreative Hacks? Ich kann jetzt blöde Sachen sagen, aber das ist lieber. Kreative Hacks in der Spielhalle, da gab es immer einen, so einen Typ, der hatte so ein, ich weiß gar nicht, was das war, so ein Teil, was so Funken sprüht und damit ist er immer, das hatte dann so ein kleines Kabel und dann ist er immer an irgendein so Metallteil von diesen Spielautomaten gegangen und mit einmal waren 1000 Spiele da drauf. Geil. Das war nämlich der Grund, warum ich dann Dragon Slayer irgendwann geschafft habe. Weil das so ein und der Typ hatte auch den Generalschlüssel für alle Autoscooter auf jeder Kirmes mit dem Fuchsschwanz. Ja. War genau der gleiche Typ. Aber das hat man auch nie zusammen gesehen. Ja, genau. Aber das war immer der Heil. Dem Typen, wie der auftauchte, da bin ich immer hinterhergelaufen, weil ich genau wusste, dass der da immer irgendwie die Automaten manipulierte und dass dann da immer was abfällt. Ich sag mal, eine schöne Verletzung war der Tekken-Daumen. Der Tekken-Daumen. Der Tekken-Daumen war auch schlimm. Ich hatte hier der schwielige Tekken-Daumen. So mit an dem Finger hatte ich immer. Mario Party, eines der ersten Mario Party-Spiele. Da musstest du mit der Handfläche irgendwas, es gab ein Spiel, wo du mit der Handfläche auf diesem Analogstick in der Mitte du merkst es nicht, wenn sich die Haut ablöst. Hautablösung, Blut. Das Ding ist, das Spiel ist in Japan dann nur noch mit Handschuhen verkauft worden. Also im Chat bietet man eine Sehnenscheidenentzündung und verstauchte Daumen. Ja, das ist auch schon nicht schlecht. Sehnenscheidenentzündung sowieso, ja. Habt ihr auch Tekken immer mit vier Fingern ich habe das immer, normalerweise drückt man die Knöpfe ja mit dem Daumen, aber ich habe das immer so mit den Fingern dann gedrückt, um noch schneller drücken zu können. Nee, so perfekt war ich nicht. Auch ein ziemlicher Krampf, also. Ja, glaube ich. Ja. Naja. Ja, es gibt ja, jeder hat ja so seine Hilfsmittel. Die einen schließen eine Bohrmaschine an, die anderen eine Zahnbürste. Bei Tekken ist das so, dass ich einen BWL-Studenten angestellt habe, der spielt das für mich. Ich gehe so lange in den Park. Das ist total super. Sonst noch weitere Verletzungen. Ich habe mal jetzt, das ist aber ein modernes Problem, ich habe mal beim VR-Spielen, beim Bowling meinen Controller weggeschmissen. Aber das ist noch harmlos. Habt ihr noch was? Ja. Na, das war bei der als Wii rauskam, gab es ganz viele kaputte Fernseher. Ja. Und kaputte Kinder.
Aber das sind unsere Kriegsverletzungen, ne? Das ist für den Opa früher so, ah, das Appebein hier, seitdem die Pinne, ne? Und wir, ja, guck mal hier, Daumen hier. Ich habe früher nicht viel Geld gehabt für Joysticks und ich habe immer einen analogen Joystick mir irgendwann gekauft, weil ich gerne Flugsimulationen gespielt hatte. Und dann kam irgendwann NHL-Hockey raus und ich fand das so geil. Ich habe mit meinem Bruder immer gespielt. Ich habe irgendwann es geschafft, mir den kleinen Finger anzubrechen, weil ich mit diesem Joystick so schnell rechts und links gemacht habe, dass ich mir irgendwann den kleinen Finger in dieses Teil zwischen Joystick an die bewegliche Fläche reingedrückt habe. Das war nicht schön. Mhm. First World Problems. Mich würde mal interessieren, hier in die Runde von Retro-Gamern, was haltet ihr denn davon, dass es jetzt plötzlich junge Leute gibt, die da mit Videospielen richtig viel Geld verdienen? So E-Sport-mäßig. Im Endeffekt sollen sie es nutzen, solange es geht. Ich finde es eigentlich gut, aber ich finde halt nicht gut, dass dann alle anderen jungen Menschen denken, das könnte dann jeder. Das ist ja auch zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit den richtigen Fähigkeiten. Und im Endeffekt, warum nicht? Also ich verstehe es nicht immer. Ich kann auch, wenn ich live sowas zuschaue, nicht alle Details verstehen tatsächlich. Ich habe mal live so ein E-Sport-Turnier mir angeguckt, irgendwie im Fernsehen und dachte zwischendurch so, was machen die da eigentlich? Gut, liegt wahrscheinlich an mir, aber im Endeffekt warum nicht? Wenn es funktioniert, sollen sie es nutzen. Also es gibt ja in Kanada diese Sportart, wo die mit Besen das Eis irgendwie glatt schubbern. Damit machen die auch Geld. Warum soll man nicht mit E-Sport Geld machen? Das ist Curling. Ja eh alles eigentlich Sport. Curling, genau, ist ja auch so. Denkt man sich ja auch, was für ein Schwachsinn, aber oder ja, Dart. Ist halt Sport. Weißt du, Dart. Dart, ja, genau. Es gibt die nächsten Verletzungen im Chat. Blaues Auge beim Boxen mit der Wii, sehr schön. Auch, ja. Und ansonsten Sessel, Lehne, Wand waren der Tod für die Controller. Ja. Sag mal, Robin, hast du dir nicht mal mit dem Sony iToy irgendwie die Finger gebrochen? Warst du das? Nein. Irgendwer bei uns im Podcast hat sich damit die Finger gebrochen, bei dem iToy Dance. Da gab es irgendwie so eine Karate-Geschichte, so ein Minispiel mit Karate. Da musste man dann so Bewegungen machen und der hat sich damit irgendwie die Finger gebrochen dann. Nein, okay. Ich habe keine Bewegung gemacht in meinem Leben. Ja. Keine einzige. Nein. Verletzung bei Retro-Spielen, das ist auch eine sehr schöne Variation, ja. Kann man heute kaum was drüber erzählen. Heute passiert sowas nicht mehr so oft. Heute sind die Spiele ja schon fast halbautomatisch manchmal. Ich frage mich, ob es schon erste VR sozusagen Verletzungen gibt, wenn man da irgendwie gegen die Wand rennt oder so mit der mit der Brille auf. Ist logisch, das sehe ich. Mir passiert noch nicht, aber ich habe schon zig Videos gesehen, wo Leute eine VR-Brille aufhaben und dann offensichtlich über irgendeinen Träger von so einem Wolkenkratzer balancieren und dann plötzlich die letzte Strecke dann springen wollen. Das denke ich dann immer, meine Güte, nee, sind die da wirklich, funktioniert das bei denen so gut? Ich beneide die dann schon fast immer, weil die offensichtlich so in diesem Spiel drin sind, dass die komplett vergessen, dass sie eigentlich in ihrem Wohnzimmer stehen. Gary, es gibt ein, glaube ich, so ein Spiel, wo man so einen Berg hochkraxeln kann. Ja. Und da gibt es Videos bei YouTube, wo die Leute das erste Mal im Kaufhaus das spielen und dann siehst du, wie sie so hochkraxeln und dann kippen sie einfach um, wie so ein, sag ich mal, wie ein Betrunkener. Einfach pum, weil sie halt nach oben gucken und sehen halt, dass es unendlich ist und dann der Körper sagt, tschüss, jetzt kannst du bitte. Ja. Die neue Oculus, wie heißt sie? Die heißt nicht Oculus Go. Quest Rift 2. Die ist ziemlich gut, das Ding. Ist sehr geil. Also grafisch noch besser. Ja. Hast du ja auch in der Schweiz bestellt wahrscheinlich, ne? Oder sonst wo, in Frankreich. Italien, okay. Weil da gibt es ein Datenschutzproblem, weil man einen Facebook-Account haben muss, um sie zu aktivieren. Ich habe mir die Grafik kurz angeguckt und finde sie ziemlich großartig. Muss ich sag mal so, sehr, sehr gut. Könnte besser sein. Also siehst, wenn du genau hinguckst, ist immer ein leichtes Fliegengitter. Aber ich habe, wie gesagt, jetzt mal so ein, zwei Spiele anprobiert. Also einmal Half-Life Alyx und habe mir so ein kleines Spielchen mit einer Maus genommen. Also Mouse nennt sich das, wo du mit so einer Maus dann halt so rumlaufen kannst. Das ist schon fantastisch. Also wenn du am Anfang so dem Spiel schon in so einer Kathedrale drin sitzt, so denkst du, alter Schwede, ist ja schon ordentlich hier. Ne? Mm, ja. Und die ist auch wirklich cool, auch wie wir das Problem hatten so mit, ich rempel jetzt irgendwelche Sachen um. Die hat dann so ein Guardian-Field irgendwie, du kannst ein Feld anlegen, in dem du dich bewegen kannst und wenn du außerhalb dieses Feld kommst und dann blendet dir eine Kamera aus und hast auf einmal wie so einen Night-Vision-Effekt,
hast du dann halt eine Umgebung. Also das ist ja, sehr, sehr geil. Du läufst nirgendwo mehr vor. Ich mache auch sehr gerne diese ganzen Laserschwert-Duelle und so. Das finde ich alles ziemlich großartig. Aber für Außenstehende ist es immer sehr verwirrend, wenn man VR spielt. Also das hat dann was von Dirigent bis Gestörter, je nachdem, welches Spiel man spielt. Wie heißt das noch, wo du mit diese Laserschwerter das kaputt machen musst? Wie heißt das bei dieses Musikspiel. Beat Saber. Da habe ich auch schon mit den Controller auf den Tisch geschlagen, versehentlich. Also oder wenn ich beim Golfen dann irgendwie meinen Controller, weil ich eine falsche Höhe abschätze, irgendwie ins Sofa drücke statt auf den Boden. Das sind schon sehr merkwürdige Dinge, wenn man dabei wahrscheinlich als Außenstehender zugucken würde. Ich habe auch diese Space Pirates Trainer gespielt. Das ist auch witzig, wenn du auf der runden Plattform stehst und diese kleinen Roboterkugeln kommen. Du kannst dann das Schild von hinten nehmen und dann kannst du sie abschießen. Das ist schon krass. Guck mal, Kevin James hat sich dazu geschaltet, sehe ich gerade. Hallo, Danny. Hallo, Kevin. Hallo. I like your show. How you doing? Hallo, die Runde. Jesus! Wohnst du in einem Föhn? Oder was haben wir da? Das ist eine Platine, Mann. Ein C64. Ein C64. Nein, Thorsten, erkennst du das denn nicht, Mann? Was ist mit dir los? Setze für die Ewigkeit von Thorsten Sträter. Entschuldigung, wohnen Sie in einem Föhn? Ja. Mein Name ist Thorsten Sträter. Ich wohne in einem Föhn. Ich gehe jetzt übrigens, ich habe euch alle ganz so lieb, aber ich muss jetzt mal was essen und darf mich jetzt aus diesem Chat in aller Form auch viereckig verabschieden. Es war ebenso erhellend wie die Sinne verdunkelnd und ich müsste jetzt mal also in der Reihenfolge kacken und ein bisschen abwarten. Kleine Bitte nochmal, wenn ihr euch mal in Hamburg rumtreibt, besucht uns gerne bei uns im Museum. Auf jeden Fall. Könnte man ja mal was machen, wenn Corona so ein bisschen weg ist, weil... Wir sind im Dezember. Wann sind wir, Gary? Weißt du, wo wir Schmidtchen sind? Dezember. Dezember, am 2. glaube ich sogar. Wir konnten ja letztes Jahr aus Gründen, die wir alle kennen, nicht im Schmidtchen sein, aber wir sind sehr, sehr, sehr gerne in Hamburg. Weil Thorsten die Toilette ramponiert hat, ne? Deswegen durftet ihr nicht mehr kommen. Ganz genau, da hat er erst richtig. Da machst du dir ein falsches Bild normalerweise. Lass doch den Hennis mal ausreden. Nee, das ist bei uns Programm. Das ist so lustig, wenn Leute unseren Podcast zum ersten Mal sich angucken. Die reden ja, lass dich überhaupt nicht. Das ist so. Das ist einfach so. Wir reden einfach so, wie uns das gefällt, so der Arsch leckt. So, und da kommen wir gerne vorbei. Gucken uns das an bei euch. Ja, könnt ihr ja die Aftershow-Party bei uns machen oder so. Wenn ihr die ausrichtet, gerne. Wenn ihr die Sachen mitbringt, gerne. Ansonsten, wir stellen die Location. Müssen wir mal drüber reden. Ansonsten, Thorsten, fahren wir zusammen hoch. Ja, wir fahren zusammen hoch, genau. Nach Corona. Genau. Wenn wir eine Möglichkeit finden, dich nicht zu töten während der Fahrt. Hast du gar keine Chance mehr. Wenn ich dich mit Corona töte, töte ich dich in Mustang. Also ich sehe da für dich kein Land, aber irgendwas fällt uns da schon ein. Das wollte ich gerade sagen. Da kriegen wir ihn. Ein paar Monate noch, da ist die Scheiße vorbei. Fertig. Das hoffen wir alle. Dann können wir uns doch mal wieder in der Location aufhalten. Wir müssen nicht immer nur Bilder zeigen. Eine Scheiße, ihr Lieben, jetzt ist erstmal die eine Scheiße vorbei. So. Jetzt kommt die erst eine Scheiße nach der anderen. Jetzt erstmal die eine Scheiße vorbei. Jetzt kommt die nächste Scheiße, die vorbei ist. Oh. Wahrscheinlich, ja. Ja, vielen Dank, Thorsten, und hoffentlich bis bald auf jeden Fall. Wir sehen uns. Macht lecker weiter. Danke. Alles gut, Jungs. Tschüss. Jo. So. Wer mehr von Thorsten Sträter sehen will, am Montag kommt der neue Podcast von Sträter Wender Streberg raus, Nummer 82. Über 2 Stunden feines Nerd-Unterhaltungsprogramm. Nee, knapp unter 2 Stunden. Was, nur 2 Stunden? Knapp unter 2 Stunden. Knapp unter 2 Stunden. Okay. Unter 2 Stunden, ja. Ah, so, du hast noch ein bisschen geschnippelt. Ja, also, ja. Nein, der fühlte sich länger an, weil wir ein paar extra Sachen gemacht haben. Alles klar, alles klar. Du musst 15 Minuten rausschneiden, oder? Wir mussten ein bisschen was, wir haben ja für unsere Patreons gibt es noch ein bisschen mehr Content und gab es noch eine Post-Credit-Scene und so, aber deswegen, auf jeden Fall sehr launig. Macht sehr, sehr viel Spaß. Schach ist auch Sport, ja, natürlich, klar. Queen's Gambit, sehr schöne Serie über ein Videospiel, ein Schachspiel. Schach ist auch ein Videospiel. Ich dachte, es geht um eine hübsche Rothaarige. Ja, Anya Taylor-Joy, die habe ich gestern noch in Emma gesehen, in der Jane Austen-Verfilmung. Ist also Queen's Gambit ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie man eine sehr spannende und unterhaltsame Serie machen kann, eine Miniserie, die auch abgeschlossen ist, über einen Sport,
für den man sich eigentlich gar nicht interessiert. So ähnlich wie Gary und ich haben da schon drüber gesprochen, über Ted Lasso. Da geht es um Fußball, was uns sowas von Wumpe ist, aber die Serie ist einfach toll. Ja, aber bei Ted Lasso ist Fußball wirklich nur der Rahmen. Aber bei Queen's Gambit zeigen die ja wirklich Schachspiele. Und ich habe es ja im Podcast gesagt, ich bin mir sicher, dass die Schachspezialisten da totalen Spaß dran haben. Aber für uns, die sich überhaupt nicht mit Schach auskennen, findet das Spiel ja in der Mimik und in der Gestik von den Schauspielern statt. Und das ist genial gemacht. Das ist ja das, auch wenn wir jetzt mal von... So, wir übernehmen jetzt mal hier unseren Podcast. Wir übernehmen euch mal jetzt, wo Thorsten weg ist. So, pass auf. Der Übergang oder die Verbindung von Videospiel zu Kinofilm ist ja nicht nur, dass man sagt, wir verfilmen jetzt Resident Evil oder wir machen sowas wie Jumanji, sondern wir zeigen mal, wie das eigentlich ist, Videospiel zu spielen, zu sein. Und da sind wir natürlich bei Ready Player One, sind wir aber auch bei Gary, falls du dich erinnerst, an diesen Tom Hanks Film, wo er D&D-süchtig war. Das hat jetzt nichts mit Videospiel zu tun, aber das war... Im Bann der Monster? Oh nein, dieser mit Tom Hanks, ja. Ganz schrecklicher Anti-Rollenspielfilm. Ganz, ganz schrecklich, ja, genau. Und das ach, das war so ein Lehrvideo oder so, kann das sein? Der wird verrückt, weil er in dem Rollenspiel versinkt, irgendwie sowas. Ja, genau. Denkt, das ist wahr, alles. Ja, ja. Im Labyrinth der Monster, heißt das so? Im Bann? War das nicht in der Reagan-Ära? Das war doch gar nicht. 83, 84 muss das sein. Naja, ja. Und dann reden wir natürlich auch von Wargames, natürlich, ganz klar. Klar. Also auch großartig eigentlich. Aber das sind natürlich, oder Tron, das sind natürlich alles Sachen, die sehr, 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 genau wie ein Videospiel halt auch immer Kind seiner Zeit ist. Und wenn man sich Tron heute, du musst ja nur Tron Legacy heute angucken. Ich habe Trump gehört, ich weiß auch nicht warum. Ich habe den Übergang gemacht. ich wollte auch gerade sagen, hey. Das dauert noch ein paar Jahre, bis wir den Namen exorziert haben. Glaube ich nicht. Der kommt wieder. Meinst du nicht? Meinst du, der bleibt? Oh Gott. Der kommt wieder, bleibt nicht. Lass uns bitte nicht diese Kiste jetzt. Mit meinem werten Podcast-Kollegen darüber gesprochen. Gottes Willen. Übrigens, der Film hieß Mazes and Monsters, also Labyrinthe und Monster, also auf Englisch Mazes and Monsters. War das wirklich ein Spielfilm oder war das nur so ein Spielfilm? Okay. Ja, oder Fernsehfilm, aber irgendwie sowas mit Tom Hanks, ganz frühe Rolle von ihm, wo er da so verrückt wird. Ja, und ich habe Ausschnitte gesehen, ja. Übrigens bei dem Queen's Gambit habe ich gelesen, ich fand die Serie auch unglaublich gut, habe die total genossen, weil die auch so schön leicht ist irgendwie. Es ist zwar es wird auch trotzdem alles so ganz leicht und fröhlich erklärt und erzählt. Und da ist wohl angeblich, als die Serie rauskam bei Netflix, waren alle Schachsets ausverkauft, weil die ganzen Kinder, die das geguckt haben, wollten unbedingt Schach spielen. Und dann gab es eine Zeit lang in den Supermärkten in den USA nirgendwo mehr Schachspiele zu kaufen. In der Corona-Zeit gab es Auslagen, meinst du? In der Corona-Zeit am Anfang gab es keine Greenscreens mehr und keine Webcams. Also das ist ja auch schon auffällig gewesen. Ja, kein Klopapier. Aber es ist doch schön, dass da auch die Kinder, die jungen Leute mit einmal wieder an Schach interessiert werden durch so eine Serie. Ja, aber ich muss ja sagen, die Hauptdarstellerin, ich habe es auch im Podcast gesagt, dadurch, dass die kommt mir immer so ein bisschen komisch vor. Die hat so große Augen und die hat so einen ganz besonderen Blick. Ich habe jede Sekunde damit gerechnet, dass die ein Messer rausholt und alle umbringt. Deswegen war ich dann immer total erstaunt, dass die dann plötzlich... Immer wenn so ein Moment kam, wo ich gedacht habe, oh Gott, jetzt zeigt sie ihr wahres Gesicht. Du bist fernsehgeprägt von rothaarigen Frauen mit gleicher Haut. Nee, das ist, glaube ich, bei der sind das echt die Augen, die sehr mysteriöse, sehr mysteriösen Blick hat. Die Augen stehen bei ihr so ein bisschen weiter auseinander und sind sehr groß. Also ich habe ja gestern Emma gesehen, also guck dir einfach Emma an, da denkst du nicht mehr an Messer. Habt ihr Luther geguckt, die Serie? Luther, ja. Reden wir jetzt von Ruth Wilson? Genau, Ruth Wilson ist die Schauspielerin, die auch so ein bisschen diese verrückte Rolle da hat, ne? Ja, wir gucken gerade His Dark Materials und wir nennen sie nur Frau Schnuti, weil sie immer so... er hat so ein leichtes, eingebautes Duckface, aber es ist eine total schöne und interessante Frau. Und das sind halt so Schauspielerinnen oder auch halt auch Schauspieler, die du dann einfach nicht vergisst, ne? Weil die einfach diese Physiognomie haben, ne? Weil die also so unsymmetrisch oder was weiß ich oder wer war denn noch so? Wer ist denn noch? Hier zum Beispiel Ryan Gosling hat ein total asymmetrisches Gesicht. Ja, mittig geteilt, ne? Das mittig geteilt, total, aber ist trotzdem ein großartiger Typ. Also wie sind wir denn jetzt darauf gekommen? Also, weil gerne eine Aversion gegen Anya Taylor-Joy hat. Ich habe keine Aversion. Ich meine, wie gesagt, die spielt halt immer
hat in der Vergangenheit halt immer so merkwürdige Rollen. Sie spielt das Opfer in Split, Gary. Split, ja. Stimmt auch. Ja, das darfst du nicht vergessen. Genau. Aber mich würde mal interessieren, was ist denn für euch so, gibt es einen Film, wo man wirklich so das Gefühl hat, ah ja, da ist Videospiel gut umgesetzt oder das Genre oder ist wenigstens mit Respekt behandelt worden oder so, ist das... Patrick, willst du von Uwe Boll erzählen? Nein, ich wollte gerade sagen, wir hatten unsere Weihnachtsfeier online am 19.12. gehabt und da war Uwe Boll zu Gast. Die Filme sind zumindest interessant umgesetzt. Ob man sie gut findet, ist immer sehr subjektiv. Ich persönlich mag tatsächlich die Tomb Raider-Filme, egal welche. Mhm. Aber grundsätzlich sind viele Filme über Computerspiele von Computerspielen nicht so richtig toll. Also das muss man schon sagen. Grundsätzlich ist das schwierig. Aber auch was einwerfen darf, ich habe in meinen Kindern, ja, die sind jetzt 6 und 4 und die lieben Pixels. Und ich wollte auf Pixels kommen. Danke, dass du da dich aus Wien einschaltest und über Pixels reden möchtest. Hast du noch einen Hefe-Kaffee dabei und einen kleinen gespritzt und einen blauen? Nein, aber sowas Ähnliches, ne? Das ist ein österreichisches Nationalgetränk. Genau, das gehört bei uns dazu. Das kriegt man schon in der Früh. Darum rennen bei uns die Kinder immer so hin und her. Na, Bitchen, das geht sich aus, bitte. Das ist ganz toll. Güß die Hand. Andreas, haben wir schon über Keller gesprochen. Findet genau. aber ich gucke, Entschuldigung, Andreas, aber ich bin gerade fertig mit der Pass mit Nikolas Ovčarek und ich liebe diesen Mann. Das ist unfassbar, was der macht. Schau dir mal Braunschlag an. Ich habe alles gesehen von Nikolas Ovčarek. Das ist bei mir hier um die Ecke. Das glaube ich dir. Ja, das ist bei mir als Nikolas Ovčarek und ich glaube dem Mann jedes Wort, was der sagt. Ja, nein, das ist wirklich bei mir um die Ecke gedreht. Ich wohne im Waldviertel und da die Ortschaft, die sie darstellen, also wo in seine Diskothek ist, die ist wirklich 2 Ortschaften weiter. Das ist bei mir wirklich nur 10 Kilometer entfernt. Ist da auch dieser Kuschel-Swinger-Club, ist der auch da bei euch, ja? Ja, so in der Nähe, ja. Wir haben gerade ganz viele Leute verloren, weil wir uns auf einmal über Braunschlag und über das haben. Aber das ist, nein, aber was ich eben sagen wollte, meine Kinder lieben eben Pixels und durch das sind sie überhaupt auf Pac-Man und Donkey Kong gekommen. Mhm. Und auf einmal durfte ich das wirklich spielen mit denen und auf einmal war Donkey Kong total interessant und wir haben das auf allen möglichen Plattformen durchgespielt oder angefangen zu spielen, eben vom NES auf Arcade und so weiter und auch Pac-Man auf einmal war das voll interessant und hey, hast du Pac-Man? Also haben wir es dann auf verschiedenen Systemen hier im Museum angefangen zu spielen und so sind die eigentlich, obwohl der Film jetzt, also ich habe die Kritiken vorher gelesen, dann habe ich ihn erst mit ihnen gesehen und ich muss sagen, er ist dann für mich doch besser, als ich vorher gehört habe. Er macht Spaß und es sind einfach so viele Figuren auch zu sehen, wo man sagt, oh cool, das und das. Also den kann man sich, finde ich, immer noch gut anschauen, besonders mit Kindern. Und die sind total begeistert von Pac-Man und eben Donkey Kong vor allem. Das sind die 2 Dinge, wo sie total drauf abfahren. Centipede, ja. Wreck-It Ralph darf man ja auch nicht vergessen. Wreck-It Ralph und Ralph Breaks the Internet auch natürlich. Aber das ist, ich habe Pixels auch damals gesehen und ich fand ihn halt kacke, weil ich eigentlich Adam Sandler mal mag und mal nicht. Und es ist halt ein eindeutiges Vehikel für Adam Sandler. Ich fand, was du halt sagst, ich glaube, man muss wirklich auch gerade in unserem Alter aufpassen, dass man nicht so zynisch wird und sagt so, ach, das ist, oder wie bei Star Wars, ja, dass man so sagt so, ach, das ist jetzt aber für, das ist ja nicht mehr mein Star Wars, sie haben Star Wars kaputt gemacht, Doctor Who ist jetzt eine Frau, alles ist kaputt. Nein, es gibt einfach eine neue Generation und wenn ein Film sowas auslöst, wie bei dir jetzt und deinen Kindern, Andreas, dann wunderbar. Dann ist das was ganz, ganz Wunderbares. Dann ist wir haben ein Beispiel Tolles bei uns, Entschuldigung, in der Location gehabt. Da war ein Vater mit seiner jungen Tochter da. Wie alt war die, Robin? Weißt du das? Was würdest du schätzen? 11, 12, also wenn überhaupt. Und der rief vorher an, ob wir es möglich machen können, auf dem alten Atari VCS Space Invaders einzubauen, weil seine Tochter sucht seit Jahren dieses Spiel und möchte erstmal in echt spielen. Das haben wir gemacht und dieses Mädel saß wirklich 2 Stunden lang vor dem Atari VCS, hat sich diesen furchtbaren Sound angetan, auf Kopfhörern und hat dieses Spiel gespielt und war glücklich. Und da habe ich natürlich gefragt, so, wie kommt das? Und dann hieß es, ja, in Ready Player One laufen sie mit diesem T-Shirt rum und sie wollte das Spiel dahinter kennenlernen. Und das ist ja genau das. Ist ja egal, wo der Punkt herkommt. Wenn dadurch ein Interesse kommt in der nächsten Generation, umso besser. Vor allem auch für Leute wie uns, umso besser. Wir haben ja auch, als wir noch öffnen durften, gemerkt, dass die jüngere Generation das total spannend findet, auch bei uns im Museum Sachen anzuspielen, auszuprobieren, kennenzulernen. Und
je älter die Sachen teilweise, desto länger spielen die Leute davor. Und es ist dann nicht nur Mario, dann ist es tatsächlich mal Space Invaders oder in Anführungszeichen im schlimmsten Fall mal Pong. Also, ja, ja, aber weil aber auch Videospiele, genau wie Filme, Bücher, Literatur, Theater zur Kultur gehören und generationsübergreifend wirken. Einfach. Mhm. Das haben wir jetzt am Beispiel von Andreas gesehen mit Pixels und so weiter. Und bei diesen Sachen, und da war Ready Player One, obwohl es natürlich sehr, sehr retro-mäßig war. Und gar nicht so extrem das Buch nachgebildet hat, weil da fehlen ja viele Sachen. Das schreit auch schon jemand im Chat gerade, dass natürlich das Buch eigentlich noch besser war. Ja, natürlich, aber du kannst, ich habe mir das Buch, als ich habe jetzt gerade Ready Player Two zu Ende gebracht und habe mir vorher nochmal Ready Player One nochmal durchgelesen. Ready Player One ist ja wirklich von den ganzen Quests komplett anders als das Buch. Ja, weil er wirklich, du kannst in einem Buch so eine Verfolgungsjagd, so ein Race, wie es da jetzt dargestellt worden ist am Anfang, einfach nicht darstellen, literarisch mit Worten. Dann gab es dann, glaube ich, noch irgendwelche, ich weiß nicht, was sie uns erzählt haben, rechte Probleme und sie konnten das nicht nehmen, sie konnten Holy Grail nicht nehmen. Und dann haben die einfach gesagt, dann machen wir jetzt in der Mitte eben Shining. Und da hat eben auch keiner mit gerechnet, dass das dann kommt. Und ja, das ist eben das Tolle, du willst halt bei einem Film, und das hat dieses Buch halt oder die Vorlage halt auch ermöglicht, zu sagen, wir machen jetzt mal andere Quests, wir machen jetzt mal andere Spiele, weil es wäre doch langweilig, ein Videospiel verfilmt zu sehen oder einen Roman zu sehen, genau die gleichen Stationen abstottert, wie das Original, außer Dragon's Lair, das ja ein Film war. Ne? Und das ist jetzt bei Ready Player 2 auch das Gleiche. Ich bin mir sicher, wenn die einen zweiten Teil drehen werden, was ja, ich weiß nicht, Gary, ob das schon gegreenlightet ist. Das weiß ich auch nicht. Dass die da andere Queste nehmen für. Mhm. Und ja, das fand ich jetzt also bei der Verfilmung eben, was viele kritisiert haben, genau das fand ich toll. Mhm. Ja, und ich will hier gar nicht abbrechen oder abwürgen, aber wir haben tatsächlich schon wieder anderthalb Stunden rum. Kleiner Tipp an euch, heute Nacht spielen wir auch noch weiter. Das heißt, wenn ihr Zeit und Lust habt, ihr seid immer wieder eingeladen, sowohl heute als auch ansonsten, wenn wir spielen, weil auch diese Amiga-Live-Geschichten und Ähnliches sind immer hochinteressant. Und wenn ihr mal wieder über solche Retro-Sachen sprechen wollt, auch in dem Bereich, sagt da auch gerne Bescheid. Vielleicht können wir da irgendwann nochmal was zusammen machen mit unserem Audio-Podcast und euch. Also auch da jederzeit. Also ich spreche mal für uns alle. Das hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ja, auch wenn Thorsten kacken musste, aber das ist nun mal halt. Der ist normal halt. So. Das ist völlig okay. Dafür war er pünktlich. Also super. So viel Kaffee, ja. Das dafür war er pünktlich. Und dafür war er pünktlich. Also da, also das größte Kompliment, was Thorsten Sträter einmal machen kann. Das wollte ich sagen. Das ist wirklich das größte Kompliment. Genau. Unglaublich. Also ihr könnt im Grunde sagen, Sträter, ja, bei uns war er pünktlich. Ja, genau. In Ordnung. Sträter auch keine Schleichkatze, dann hätten wir Probleme mit dem Kaffee. Ein Dank nochmal an Ralf und Sven. Da kamen eben wieder kleine Spenden für unsere Location. Vielen, vielen Dank. Ein Riesendank an euch, wie gesagt, dass ihr heute mit uns die Primetime hier gestaltet habt. Und ich hoffe, wir hören und sehen uns nochmal wieder. Und wie gesagt, wann immer ihr Lust habt, ihr könnt heute Nacht auch jederzeit dazukommen, denn wir sind so irre. Wir werden auch noch nach 0 Uhr hier hundertprozentig sein und immer noch alte Spiele spielen und weiterquatschen. Also wenn ihr Bock habt, seid ihr da herzlich eingeladen. Der Login von eben funktioniert weiter. Vielen, vielen Dank an euch. Danke auch an den Chat, da war einiges los. Und ich hoffe, da geht irgendwann mal was weiter mit uns allen. Das war nämlich echt toll heute und da eine schöne Ergänzung. Ja, da geht was, genau. Gary, möchtest du noch was sagen? Alles Gute. Wunderbar. Vielen Dank an euch. Wir lassen einen Trailer wieder einlaufen und vielleicht hören und sehen wir uns ja demnächst wieder. Danke an euch. Toll, macht Spaß beim Einlaufen. Tschüss. Bis bald. Tschüss.